Hallo und Matt, Leute, ich bin der Bewährungsversager mit ganz wichtig. Ich bin heute zu Gast bei der guten Secret Service und wir schauen uns heute Cola-Bärchen Part 10 an. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Und ja, wir sind frisch zurück von der Paartherapie und es kann losgehen, oder? Was sagst du? Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Du kriegst gleich erstmal einen drauf. ja, wir machen heute Part 10 und ich bin sehr froh, dass du wieder dabei bist. Dankeschön. Kein Auch wenn du Problem. schon wieder so startest. Was erwartet uns heute? Hast du eine Ahnung? Also wenn ich hier auf den Bildschirm gucke, dann sehe ich, dass der Dicke bei Burger King war. Und ich glaube, normal isst er doch keine Burger, oder? Er mag ja eigentlich keine. Aber die sind schon wieder nicht bei WhatsApp zugange. Ne? Wenn ich hier so die erste Nachricht sehe, die so eingeblendet ist, haben die sich wieder gestritten und wieder geblockt? Womöglich ist es dann auf der ihrer komischen Seite da. Oder ist es Discord? Nee, oder? Das könnte auch Discord sein. Also Discord sieht ja irgendwie ein bisschen anders aus, oder? Ja, aber das ist ja auch schon ein bisschen her und an der Hand der roten Linie da oben könnte das schon sein, dass das eine neue Nachricht ist. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Ja Weiß ich gut. nicht. Okay. Ja, sollen wir Auch wenn ich. starten? Ja, ich. Okay, es könnte schon Discord sein, weil ich glaube auf seinen Schmuddel. Seiten, da heißt er doch, glaube ich, nicht Drache, oder? Oder hat zumindest nicht dieses Drache offiziell als Profilbild. War er da nicht das geile Ich? Einmal das und dann war doch noch irgendwas anderes, dieses Rainer Winkler DL oder irgendwie sowas gab es doch noch. Aber da hat er doch niemals sein Logo Ich habe als keine Profilbild gehabt. Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber für mich sieht das hier aus wie Discord, alte Discord-Erscheinung. Okay. Ja, dann starten wir einfach mal, oder? Ja, dann mach mal. Überlege gerade, ob ich mir was vom Burger King zum Essen holen soll. Schade, meine Aufnahmen sind nichts geworden. Mist. Na, ich esse normal gar nichts bei Burger King, aber ich stehe ab und an auf Chili Cheese Nuggets oder Cheeseburger. Oder Long Chicken mit Käse. Oder den extra scharfen Chili Cheese. Hab dich entblockt und ich werde jetzt wohl schnell fahren, mir was zu essen kaufen. Dauert aber eine Weile, bis ich dir wieder schreiben kann. Hab im Moment unterwegs kein Netz. Okay. Also normal esse ich gar nichts bei Burger King. Der kotzt mich jetzt schon wieder an. Ich sag's dir, wie es ist. Ich hab. Und ja, hat er wieder die Handyrechnung nicht gezahlt? Oder warum hat er unterwegs kein Netz? Netzt! Ich hab keine Ahnung. Ich hab, glaube ich, noch nie so viele Rechtschreibfehler in so ein paar Zeilen gesehen. Aber ich hatte wieder mal recht. Die Gute war geblockt und deswegen mussten sie auf Discord ausweichen. Okay. Falls du Zeit hast, ich bin im Stream. Übrigens, weißt du, an wen ich gedacht habe, als ich mein neuestes Wix-Video hochgeladen habe? Nein. An wen? Na, dich? War der Morgen meines Geburtstages. Ich habe dir ja morgen nicht was geschrieben, weiß nimmer geaub was. Und dann hatte ich Lust und hab es gefilmt. Wann warst du eigentlich mit dem einen im Bett und woher kennst du den? Kannst du dir das vorstellen, wie Was Rainer denn? morgens aufwacht, denkt er, ja, ich will mir jetzt unbedingt einen schrubben, aber vorher muss ich die Kamera holen. Und dann läuft er da irgendwie schnaufend durch die Wohnung und freut sich schon, dass er gleich sich dabei filmen kann. Es ist jetzt schon wieder schlimm. Ja, Nach das ist. nicht mal einer Minute. Ja, es ist schlimm, auf jeden Fall. Aber. Möchte mir das gar nicht vorstellen. Aber vielleicht hat er auch die Kamera schon am Bett liegen oder so, für den Fall der Fälle. Möglich, ja. Das ist jemand aus dem Freundeskreis. Das war dann irgendwie letzte Woche oder so. Ah ja. Vielleicht war es auch vorletzte. Weiß ich nicht mehr genau. Wieso? Nur so. Würdest du mir was versprechen? Allerdings, ach nee, vergiss es, nicht so wichtig. Sag doch. Es war eine dumme Idee. Okay. Vergiss es einfach, passt schon. Wollte dich um was bitten, dass ich mich aber nicht halten könnte. Und das wäre ungerecht. Monogam zu bleiben, oder wie?
dass du, bis wir uns treffen, mit keinem mehr was hast. Allerdings wollte ich mich ja auch noch mit der einen treffen, falls die wirklich kommt, und dann wäre es ungerecht. Das stimmt. Allerdings ist die Sache, wenn die absagt, und davon gehe ich aus, und du hast wieder jemanden, es ist halt bissele blöd alles für mich. Ja, aber auch nur, weil er nicht zum Zug kommt und das Mädel andauernd Chancen hat, ne? Mhm. Wenn bei ihm 4 Mädels in der Warteschleife stehen würden, alle willig, und bei ihr keiner, dann hätte sie einfach Pech. Er würde das, ja, das trotzdem machen. Es wäre halt eine andere Situation. Ah, okay, verstehe. Ja, gut. Mhm. Aber dieses Mitleidige dann immer. Ja, dieses, ja. Ja, das ist alles ein bisschen blöd für mich. Ich. Es ist so peinlich, jetzt mal im Ernst. Und dann, das sollten wir auch nie vergessen, dass er sich ja immer als so krass dominanten Alpha hinstellt. Und dann, wenn wirklich mal irgendwie was passieren könnte, dann so richtig den Schwanz einzieht. Und so, wie so ein unterwürfiges kleines Hündchen ist. Ja, und er gibt sich ja auch immer als so erfahren. Wenn wir jetzt an die Indigo-Bärchen-Leaks denken, da hat er ja dem Indigo-Bärchen gesagt, bei ihm könnte sie noch einiges lernen und so weiter. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Denn ich habe mir vorhin das neue Indigo-Video vom Metal Kasper angehört. Und da kam genau diese Stelle. Okay. Also, wo Rainer sagt, du kannst bei mir noch was lernen. Okay. Ja, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Okay. Was wolltest du noch sagen? Nö, schon gut. Ist ja jetzt alles gesagt, alles gut. Achso, okay, sorry. Naja, man kann halt nicht alles haben. Risiko gibt es immer. Und ich möchte mittlerweile auch lieber in die Situation kommen, das zu entscheiden, wenn wir uns sehen. Dann ist es eben so. Für mich ist es zu lange her und ich weiß ja nicht, ob es klappt mit einem Treffen. Ja, aber dann habe ich halt auch meinen Freiraum. Das ist mir wichtig. Ich will das Thema liegen lassen, bis wir uns sehen. Naja, nur die Wahrscheinlichkeit für mich liegt bei etwa 0. Gleichzeitig ertrage ich es nicht, wenn ich daran denke, dass ich ein anderer haben könnte. Keine Ahnung. Denk an dich und bin hart. Du bist ja echt der absolute Romantiker. Wenn du hier wärst, würdest du merken, dass ich das bin. Alles okay? Bist du still heute? Okay, wenn sie nicht in der Nähe ist, also nicht räumlich bei ihm ist, dann versucht er Dirty Talk. Und wenn sie aber bei ihm wäre, dann wäre er der Romantiker. Richtig? Mhm. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob das so auf fruchtbaren Boden fällt. Bei Rainer ist nichts fruchtbar. Ja, doch nicht bei ihm. Das muss ja bei ihr auf fruchtbaren Boden fallen. Mensch. Weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Ich fände das, glaube ich, nicht so pralle. Ja, verständlich. Mhm. Mir fällt einfach gerade nichts dazu ein, was ich sagen soll. Ja, dann mach weiter. Ja, der nervt mich einfach nur, der kotzt mich so an. Ich arbeite. Außerdem denke ich viel über uns nach. Was arbeitest du? Jetzt gerade nichts. Worüber denkst du nach? Ich rendere gerade meine Aufnahmen. Bei uns, die Situation, etc. Ja, was genau? Bin neugierig. Beispielsweise, ob ich erträgen kann und ob es klug ist. Und was denkst du? Für dich hat Sex nichts mit Gefühlen zu tun, soweit ich weiß. Ich ja, was Sache ist. Naja, ich bin neugierig auf dich. Und ich hätte schon Interesse, dich richtig kennenzulernen. Und dann schaut man, was daraus wird. Für mich ist es halt so. Ich würde mich gerne mit verschiedenen Leuten treffen, also für Sex. Ich mag dich aber sehr. Und finde die Vorstellung, dass du mit einem anderen was hast, alles andere als schön. Dazu kommt, dass ich halt nicht weiß, ob und wen, was das Gänze bringt. Es ist ein Gefühl, das ich nicht wirklich definieren kann. Ich denke, am ehesten tritt es, dass ich in dich verliebt bin. Allerdings mich generell auch nach neuen
oder allgemein Sexerfahrungen sehen. Gleichzeitig will ich aber, dass du außer mir niemanden hast. Ich denke, das trifft es. Oh, das wäre ja aber nicht gerecht. Ja, natürlich wäre das nicht gerecht, aber so kennen wir halt Rainer, gell? Ja, ja. Alles für ihn. Alles für ihn. Ja, das ist so krass, wie er ihr das einfach so sagt. Ich verstehe es echt nicht, wie man so widerlich sein kann. Und auf was hofft er denn jetzt? Hofft er wirklich, dass sie sagt, ja, dann machen wir das so, du kannst machen, was du willst und ich verzichte auf alles. Ja, ja, sie soll jetzt empathisch sein und soll sagen, ach, der arme Rainer, der hat ja noch kaum und der kommt ja so selten dazu. Ja, dann soll er doch noch ein bisschen. Er wirft ihr auch vor, dass sie den Beischlaf und die Liebe trennt. Aber er würde das ja genauso machen, denn er sagt ja ihr hier, dass er in sie verliebt ist, aber er möchte trotzdem aufs Abenteuer gehen. Ja, vor allem sollten wir auch wieder nicht vergessen, wie das Ganze angefangen hat. Mhm. Rainer hat nach Sexpartnern gesucht oder nach Drehpartnern. Ja. Also dann beißt sich das doch wieder ein wenig, ja, gut. Dass für ihn Gefühle da keine Rolle spielen. Ja, das auf jeden Fall. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass jetzt über Beziehung und so weiter gesprochen wird, egal ob offen oder monogam. Ich meine, das kann natürlich passieren, ne? Wenn sich zwei Menschen irgendwie kennenlernen, dass die sich dann ineinander vergucken. Das muss ja nicht geplant sein. Aber es ist richtig, wenn er zur damaligen Zeit, muss man ja sagen, weil heute trennt er das ja auch nicht. Doch, heute trennt er das auch so rum. Es gibt auch nichts zu trennen. Ja, das stimmt wohl. Du weißt aber, wie ich das meine. Ja, ja, klar. Hab ich gesagt. Für dich ist Sex nur Sex, für mich ist es etwas anderes. Sex ist zwar auch für mich nur Sex, allerdings ist's für mich, wen ich eine bestimmte Person mag, wichtig, dass ich dabei bin, wenn sie auch mit anderen. Vielleicht ändert sich das, wen ich mehr Erfahrung damit habe oder auch, wen man sich besser kennt. Ich finde aber beispielsweise auch nicht gerecht, dass du jederzeit einen haben kannst, mit dem du Druck abbauen kannst oder der gar nicht bei dir Druck abbauen kann. Ja, er hätte sich gar nicht darauf einlassen dürfen. Er hätte dann direkt, als er wusste, wie sie drauf ist oder wie sie augenscheinlich drauf ist, hätte er direkt sagen müssen, okay, damit komme ich überhaupt nicht klar. Aber dieses Hin und Her, es ist einfach nur anstrengend. Ich allerdings habe dafür niemanden. Und kurz dazu gesagt, ich will keinen Ausgleich schaffen. Du hast mich nach meinen Gefühlen gefragt und ich will nur versuchen, es dir zu erklären, wie es mir damit geht. Reden willst oder kannst du nicht, oder? Wieso ist das jetzt plötzlich so schlimm? Was? Mit den anderen Typen. War es schon immer. Jeden als für mich. Aber du wolltest ja am Anfang eine offene Beziehung. Ja, wollte ich oder möchte ich eventuell immer noch. Allerdings habe ich keinerlei Erfahrung damit, das hatte ich aber schon gesagt. Wenn wir uns treffen und ich wirklich sicher bin, dass du mir gehörst, kann ich das anders definieren und beurteilen. Sehen wir ja dann. Ja, die Frage ist halt, wie es bis dahin ist. Naja, so wie bisher auch. Also erwartest du jetzt, dass ich keusch bleibe, aber dir deinen Freiraum lasse, um Erfahrungen nachzuholen. Und wenn du genug gesammelt hast, dann werden wir beide monogam? Nochmal, du hast mich gefragt, wie... Ja, genau das würde er am liebsten haben, oder? Ja. Wie siehst du das? Rainer und Erfahrung sammeln. Nicht mal im Videospiel kriegt er das vernünftig hin und dann in echt oder was? Rainer will auch eine Beziehung leveln. Ja, Rainer ist wie so ein komplett beschissen geskillter Charakter. Alles auf ich. Ja, genau. Alles auf Glück. Ja. Das Winklerglück. Ausdauer ist im Keller, Angriff und Verteidigung auch, Charisma ist auch komplett weg. Ja, Intelligenz auch. Ja, genau. Jetzt gerade, wenn wir über ja, so Videospielzeugs labern, kennst du das? Da hat er Skyrim gespielt und hat dann irgendwie beim Händler alles gekauft und sein gesamtes Gold ausgegeben für irgendeinen Scheiß und hatte dann nichts mehr. Nee, das kenne ich aber von Harvest Moon bei ihm.
Da ist nämlich genau das Gleiche. Ah, okay, weil bei Skyrim hat er da irgendwie sein Inventar und das vom Händler verwechselt und hatte dann einfach kein Geld mehr. Okay. Ist wie in echt. Nee, bei Harvest Moon war es so, da kommt der Händler irgendwie einen bestimmten Tag in diesem Quartal oder jedes Quartal und ich glaube, zu einer Jahreszeit hat er immer eine Ziege und die sollte man sich kaufen. Und dann war der Händler da und dann hat er, ach, Teppich gekauft und alles Mögliche, also alles, was kein neues Geld bringt. Und dann ist er beim nächsten Mal, ist er dann wieder hin, komplett pleite und dann hatte der diese Ziege und dann war er leicht säuerlich, weil die nicht kaufen konnte. Dann hat er noch versucht, alle Fische und so, die er im Inventar hatte, zu verkaufen, aber das hat dann nicht gereicht. Oh. Ach, das ist so herrlich. Der kann einfach nix. Nee, das ist ja auch das. Der kann weder in einem Spiel noch im realen Leben vorausschauend denken. Selbst wenn er sich für seine Zukunft interessieren würde, was er definitiv nicht tut, er könnte es gar nicht. Er kann das gar nicht abschätzen. Na, also ich habe mir das vorhin, als ich dieses Indigo-Video gehört habe, da ging es auch darum, in dem Teil, dass er dem Bärchen dieses ganze Zeug da vom Amt erzählt hat, was man da alles beantragen kann und so weiter und mit dem Betreuer und ach übrigens, ich bin voll geschäftsfähig. Ja. Das war ja auch so schön damals. Also Rainer und Geld. Ich kann es mir so vorstellen, der sitzt mit dem Betreuer am Tisch, der Betreuer schwätzt ihn da eine Stunde zu, sagt Herr Winkler, mit dem Geld, es muss so und so reichen. Und Rainer hört zu und am Schluss fragt er, ja wie? Heißt es, ich kann mir das neue Zelda jetzt nicht kaufen oder was? Ja. So stelle ich mir ihn vor. Ja, richtig. Ja, oder ich habe mir auch schon mal vorgestellt, jemand würde ihm so Umschläge machen, ne? Für jede Woche. So und so viel hat er zur Verfügung. Und dann ist das Geld für die laufende Woche weg und er will sich eben ein Spiel kaufen. Und dann nimmt er einfach das Geld aus dem für die nächste Woche und denkt sich, ach, ich kann das Ganze da rausnehmen, weil ich will diese Super Deluxe Edition haben. Was auch immer, die kosten ja immer ein bisschen mehr. Und wenn ihn dann jemand fragen würde, ja, aber was willst du denn dann nächste Woche essen? Ja, ich habe noch Nudeln und Mara kann mir ein Paket schicken und vielleicht bringt ja irgendein Bärchen Zucker und Fixtütchen mit. Und der Uwe ist ja auch noch da. Genau. Ja. Das ist wirklich schlimm. Also Rainer und Geld einteilen, das geht gar nicht. Nee, das muss weg. Also. Mir kommt das immer so vor, wirklich, als würde ihm das an den Fingern wehtun, wenn er das in der Hand hat. Und wenn er es in der Tasche hat, würde ihm das da Löcher reinbrennen. Ja, es muss weg. Geld ist da, Geld muss weg. Auch in was für einem Tempo, der diese enormen Summen verballert hat. Und jetzt, es ist so krass, überleg mal, der hatte eine Zeit lang irgendwie 5 bis 6, 7.000 Euro im Monat, auch wenn es nicht lang ist, auch wenn es nicht lang war. Und jetzt, nachdem alles so Handy und so weiter gezahlt ist, hat er vielleicht noch 400 Euro, wenn überhaupt. Ja, und Für den ganzen Monat. ja, der wird damit auch nicht hinkommen, weil der wird in der ersten Woche leben wie der Prinz in der Mistkuhle und dann wird alles gefuttert, was er nur kriegen kann, der Heißhunger wird gestillt. Ja, und dann geht es bergab, rapide, dann gibt es wieder Nudeln oder keine Ahnung, oder irgendjemand wird angepumpt, keine Ahnung. Ich kann es Ich auch nicht schwör's dir, der verstehen. hat bestimmt das Bett gegessen. Du So bist doch am Holz geknabbert. Ja, Rainer, was denn? der Der fette braucht den Lappenrost Holzwurm nicht oder mehr. was? Ach Gott. Ja, genau, wie so ein dicker Biber. Hauptsache irgendwas im Maul. Aber der Biber hat oben, ne, diese Zähne. Der Rainer hat's halt unten, ne? Du Ja. hast gesagt, Schaufelradbagger. Ja, stimmt. Ja. Meine Gefühle aussehen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe dir weder was gesagt, was du machen sollst,
die nichts befohlen oder sonst was. Das war nur meine Antwort auf deine Frage. Was heißt was? Dass ich will, dass du glücklich bist? Du schreibst, du willst, dass ich glücklich bin. Hä? Wie kann man den Satz nicht verstehen? Ja, ich will wissen, was das in unserem Fall heißt. Was bedeutet das jetzt für uns? Seufz. Das heißt, dass ich will, dass du glücklich bist. Und wie ich schon dreimal sagte, seufz. Es heißt, dass ich nur deine Frage geantwortet habe. Seufz. Ich hasse es, wenn er das macht. Mhm. Und da, ich sehe es, da steht's schon wieder dran. Gleich kommt's nochmal. Ein drittes Mal dran. Alles gut. Nein, nix um. Doch, alles gut. Nee. Ja, doch. Fenster ist auch schon wieder zu. Na supi. Ja, aber diesmal nicht wegen Rainer, sondern weil draußen irgendwelche Zigeuner rumschreien. Ach Gott. Entschuldigung. Also heute hast du es wieder, ne? Die Gypsy Fives. Unglaublich. Ja, seufz doch nochmal. Und nicht mehr und nicht weniger. Versuch dir bitte, über deine Gefühle klar zu werden. Ich möchte nichts. Ich wollte noch was sagen. Entschuldigung. Ach so. Ja? Ach Gott, nee. Das geht ja wirklich super, Leute. Er sagt dir, er möchte, dass sie glücklich ist. Das ist nicht wahr. Ja, natürlich nicht. Generell glaube ich das, dass wenn da zwei Menschen miteinander umgehen und der eine sagt dem anderen, ich möchte, dass du glücklich bist. Oder wenn es irgendwie ein Problem gibt und das muss geklärt werden und einer sagt dann dazu, ja klar, wir können einen Kompromiss finden, ich möchte, dass du genauso glücklich bist und so weiter. Bei ihm klingt das jetzt aber so, als würde er sich wieder opfern. Er hängt wieder oder begibt sich wieder, wie so oft, wie eigentlich immer, in die Opferrolle. Mhm. Und tut so, als würde er das riesige Opfer bringen, nur um seine, in Anführungsstrichen, Angebetete glücklich zu machen. Das ist das Gleiche, wenn er sagt, ich habe mich immer für Schwächere eingesetzt. Ich habe mich immer für Mobbingopfer eingesetzt. Das ist genauso gelogen. Und es ist das gleiche Schema, nur im anderen Bezug. Ja. Mhm. Und weiter? Spaß. So ein Hin und Her. Ich bin mir meiner Gefühle im Klaren. Ja, aber anscheinend bist du ja hin und her gerissen. Dafür kann ich aber nichts. Da musst du dir vielleicht Zeit nehmen und dir darüber klar zu werden, was dir wichtiger ist. Seufz. Du verstehst es nicht. Ist aber auch egal. Ich weiß bereits, was ich will. Die Frage ist nur, ob ich es auch bekomme. Und das kann nur die Zeit zeigen. Ja, das stimmt. Und? Wir wissen alles. Alles. Wir wissen alles, mein Lieber. Ja, okay. Was habe ich zum Frühstück gegessen? Digga, das will ich gar nicht wissen. Hast du dir wieder deine Spiegeleier mit der... Hast du dir deine scheiß Spiegeleier wieder mit der Hand reingeschürt, oder was? Grüße gehen raus. Oh, dass ich das noch erleben darf. Ein Besuchervideo. Das hast aber nicht du, nee, das hast nicht du da reingeschnitten. Nein, das hab nicht ich da reingeschnitten. Okay. Ja, ey, fahr mich doch nicht gleich wieder so an. Ja, ist gut. Ja, und jetzt kommt die Stimme und jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Ist okay. Hab ich nicht. Dein Argument, du hast gar nichts gesagt, du weißt alles über mich. Wenn du alles über mich weißt, dann weißt du auch, was ich zum Frühstück hatte. Hehe, ich glaube, die meisten Leute können morgens nicht so schwer essen. Ich kann zum Beispiel morgens nur ein oder zwei Eier essen. Warum schwer? Hab ich nie verstanden. Es ist Essen. Ich frühstücke normal gar nicht. Naja, Nudeln mit Käse ist schon richtig mächtig. Oh nein. Er weiß nicht mal, was das heißt. Das erinnert mich an so eine Aussage von ihm. Da haben sich auch irgendwelche Leute und er über Ernährung unterhalten. Und dann ging es um Fett. Und Rainer wollte nicht verstehen oder hat einfach nur behauptet, ja, Fett ist Fett. Es ist egal, was für Fett. Nee. Ja, und ja, natürlich ist es nicht. Avocado hat anderes Fett, wie wenn du dir Bacon reinballerst. Oder Öl. Der versteht nichts.
Nichts. Vor allem bei Ernährung hat Rainer keine Ahnung. Nichts. Dieses Bild und zum Frühstück. Oh nee. Ja, was ist das? Das sind doch ja so Käse-Makaroni oder sowas. Mit Spinat, ach, eklig, irgendwie sowas, ja. Oder? Nee, aber es geht da auch nicht zum Frühstück. Okay, es gibt Leute, also ich persönlich frühstücke gar nicht. Aber Leute, die das machen, gerne. Ich habe auch schon gesehen, dass ich morgens ein LKW-Fahrer um 7 Uhr eine Currywurst reingepfiffen hat. Ja, meinetwegen. Aber nee, der arbeitet auch. Das würde mir nicht auf den Tisch kommen. Und dann zum Frühstück. Nein. Nee, also zum Frühstück könnte ich sowas auch nicht vorstellen. Nudeln zum Frühstück, nee. Nee. Mm-mm. Wie viel Uhr ist es denn da? Er ist doch schon 12, oder? Ja, oder heißt aber es für 10? Ihn ist das Frühstück. Er ist doch gerade erst aus der Furzkiste gekommen. Ja, stimmt auch wieder. Vor allem, das ist auch so ein Gericht, so wie das aussieht. Also wirklich nicht appetitlich. Nee, das ist das hier wieder aus so einer Pappschale. Alu-Gedöns. Ja, ja, von Whiskas. ich würde sowas, wenn ich mit einer Frau schreibe, auch nicht sowas schicken. Das sieht einfach nicht appetitlich aus. Nee. Tut es nicht. Aber er hat ja schon ganz andere Bilder verschickt, von daher. Ach, auch von Essen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob er gleich die leere Schale wieder zeigt. Sehe ich anders, aber okay. Selber kochen. Ja, habe ich mir schon was rausgesucht, was ich die Tage mal machen will. Oh, was machst? Hab 4 rausgesucht, die sage ich dir später. Ich will erst mal essen. Okay, guten Hunger. Danke. Was machst du heute? Mir fällt gerade auf, dass ich mich wohl mit Knoten beschäftigen sollte. Hab heute übrigens geschaut, die Kirche fängt genau am 23. an. Die 4 habe ich mir rausgesucht. Favorit, Paprika gefüllt. Mach das heute mal, ist bestimmt lecker. Na, ich will, wenn, das Koche auch als Video machen. Und ich will vorher meine Küche aufzuäumen. Ah, okay. Mach doch einen Aufräumstream. Dann sehen die Leute wenigstens, dass dir das wichtig ist und dass du ordentlich sein kannst. Hab ich schon ein paar Mal gemacht. Ich denke, ich muss jetzt erstmal was machen. Und dann würde ich, denke ich, aufräumen. Wollte ich eh machen. Okay. Wäre schön, wenn du mir helfen könntest, also bei was machen, XP. Leider nein. Was? Kann nicht helfen. Ach so, würdest du den? Wenn wir uns sehen, wissen wir, wie wir zueinander stehen. Vorher mag ich mich da gerade nicht festlegen. Nach dem ganzen Hin und Her die letzten Wochen. Warum hast du auf PH eigentlich meine Freundin geschrieben? Also gestern hast du, Doc. Okay, vergiss es. Ich habe gesagt, dass wir schauen, was sich ergibt, wenn wir uns sehen. Du hast gesagt, dass du es nicht weißt und dass du hast gesagt, dass du es gestern, dass du nicht weißt, ob du es schaffst, aber heute schaffst du es auf jeden Fall. Das waren deine Worte. Oder soll ich es raussuchen? So wie du es immer mit mir magst. Scheiß drauf, ist egal, ich dränge mich nicht auf. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ach, das meinst du? Sorry. Ich weiß, dass ich gestern gesagt habe, dass ich das heute hinkriege, aber wenn halt Arbeit dazwischen kommt, I'm sorry. So, tut mir leid. Und wir sind ja auch nicht zusammen so. Ich versuche mir schon so viel Zeit zu nehmen wie möglich, um mit dir zu quatschen und zu texten. Aber ich kann mich halt leider nicht vierteilen. Sorry. Was machst? Streamen und Film schauen. Was für ein Film? Oh, das letzte Einhorn. J. Blu-ray. Film schreibst? Ich schaue nur ab und an auf Snapchat. Ach so. Du hast meine Frage gar nicht beantwortet. Welche? Ob du mich als deine Freundin siehst. Dachte, du weißt die Antwort. Sonst würde ich nicht fragen. Wollen wir das Thema nicht wann anders besprechen? Nicht, wenn ich gerade im Livestream bin? Wie du willst. Hatte dich das ja auch vorhin schon gefragt. Ja. Aber dieses
ob man eine Freundin ist und der Freund ist, stimmen das nicht beide? Ja, da wo ich herkomme schon. Ja, beruhigt mich. Schwierig, ne? Schwierig. Das einfach mal so festzulegen. Es ist kompliziert. Ja, das ist sehr, sehr kompliziert. Aber man, ja, weiß ich nicht. Vielleicht klarer kommunizieren. Irgendwie funktioniert das bei Rainer nicht. Nee, absolut nicht. Also mich hätte jetzt, es hätte mich nicht gewundert, als sie hier geschrieben hat, wem schreibst? Fragezeichen. Dass er wieder gefragt hätte, sowas wie, bist du etwa eifersüchtig? Ja, oder? Auf das habe ich eigentlich jetzt gewartet. Nee, ich habe auf was anderes gewartet. Dass er wieder eine andere Mulle am Start hat, mit der er sich sehr wahrscheinlich nächste Woche für eine lustige Runde Vögelei trifft. Ekelhaft. Ja, aber ich bin ja da auch im Stream gewesen. Wusste ich nicht. Ich will das jedenfalls nicht im Stream klären. Und wir waren uns ja einig. Du traurig? Was für ein geiler Satz. Du traurig? Oh Gott! Was hat der im Mund? Dann schlaf trotzdem gut. Naja, schlafen gehe ich noch nicht. Ich zocke noch ein wenig am Tablet und falls du noch ein bisschen schreibst, dann schreibe ich dir halt noch ein bisschen. Außerdem habe ich mich nur hingelegt, weil ich mich ein bisschen hinlegen wollte. Ich habe mich auch hingelegt, weil ich mich ein bisschen hinlegen wollte. Ja, der nuschelnde Rainer ist ganz, ganz gruselig. Also der liegende Rainer spricht noch undeutlicher als der sitzende Rainer. Ja, weil wahrscheinlich sein, ja, dieses Gesichtsfett, das geht dann halt so nach hinten. Aber das fällt alles nochmal zurück. Okay, du hattest, oh Gott, gesagt wegen des Bildes, vermute ich mal. Ja. Ich hatte, oh Gott, gesagt wegen dem Genuschel. Dann haben wir ja alles abgedeckt. Ja, also die Leute sollen mal bitte auf ihr Gerät schauen und sich das Bild ansehen. Oh, der Arme. Macht extra ein bedröppeltes Gesicht. Mir tun die Beine weh zur Zeit. Also die Beine tun mir weh, dass sie da zerstochen sind, meine ich. Ich sollte immer öfter lange Hose anziehen, aber ich habe gemerkt, wenn ich sie ein bisschen hochlege, dann geht es relativ schnell wieder. Oh, gute Besserung. Welche Mücken gehen an die Beine? Also wirklich. Ja, vielleicht sind denen auch alle Sinne entfleucht. Ja, das glaube ich auch. Danke, das wird schon wieder. Das ist typisch bei mir in der Jahreszeit halt, ne? Ich die blöden Insekten mit dem ganzen Gedöns. Und jetzt im Moment stechen sie heute noch besonders artig, wie hier im Regen. Außerdem ist heute mal eine der seltenen Gelegenheiten, wo ich mich ein wenig früher hinlegen kann, weil das so Unwetter ist. Ja, also zumindest mal ein bisschen bessere Situation wie sonst. Allerdings stecken sie mich jetzt in die Hände, merke ich gerade. Ach man, ist immer dasselbe. Wenn das eine nicht ist, kommt das andere. Wie üblich eben. Was wollte ich jetzt sagen noch? Habe ich vergessen, so ein Mist. Ja, ich finde es auf jeden Fall schade, dass wir jetzt heute noch mal reden konnten. Weil ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, aber gut. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ich liege halt extrem ungern alleine im Bett. Mir ist es immer lieber, wenn man zu zweit im Bett ist. Woher will er das denn wissen? Frage ich mich auch. Und wenn er wirklich mal mit neben jemandem gelegen hat, eine Nacht lang oder ein paar Stunden lang, dann war das ein Bruchteil aus seinem Leben. Wirklich, der so minimal ist, dass er nicht zu erkennen ist. Ich lieg nicht gerne im Bett. Ja, dann darf er nie gerne im Bett liegen. Allein meinst du, im Bett? Ja. Okay, ja. Nicht unbedingt gleich um Sex zu haben, sondern einfach um zu zweit da zu sein. Bisschen kuscheln, ein bisschen streicheln, vielleicht ein bisschen küssen. Einfach mal ein bisschen zusammen die Zeit genießen. Einfach mal hinlegen und alles vergessen, außer den Partner. Und weil du neulich meintest, dass ich ja so romantisch bin,
Was natürlich sarkastisch gemeint war. Ich bin durchaus ein extrem großer Romantiker. Ich bin ein großer Fan von Romantik. Ja, von Romantik und Atmosphäre. Ich erinnere an die drei Teelichter. Und die schmierige und den schmutzigen Tisch. Ja, genau. Aber guck mal, du musst dir das jetzt so vorstellen. Du bist jetzt bei Rainer in Zobes und die drei Kerzen brennen. Durch das kaputte Fenster hörst du den Wind pfeifen. Es nieselt vielleicht ein bisschen draußen oder regnet ein bisschen. Ja? Und dann schaust du ihn an und denkst, ja, hier möchte ich sein. Du? Suchst du Streit? Nein. Gut. Tu ich nicht. Stell du dir doch einfach nicht, vor, du könntest bei ihm sein und könntest dem Wind beim Heulen zuhören, wie er dich bedauert, dass du mit dieser Kreatur in einem Raum sein musst. Das Schlimme ist, Rainer würde wahrscheinlich bei keinem von uns Nein sagen. Denn er ist ja von beiden Ufern. Ja, er schwimmt in der Mitte vom Fluss. Genau. Oh Gott. Ach Gott. Nee. Ich kann aber sehr, sehr deutlich Nein sagen. Ich weiß sehr, sehr gut, was ich will. Ich weiß aber auch genauso gut, was ich nicht will. Okay. Aber jetzt hätte ich mal eine Frage an dich. Oh je. Oder auch an die Community. Was, oh je? Ja, wenn du mir Fragen stellst. Okay, mach mal. Es sind doch meistens sehr nette. Dir ist ja bewusst, weil wir ja gerade das Cola-Bärchen machen und das Indigo-Bärchen gemacht haben, dass Frauen, die sich so an Rainer ranmachen, als Bärchen bezeichnet werden. Wie würdest du die nennen bei Männern? Wenn es jetzt wirklich Typen geben würde, die sich an Rainer ranmachen und da vielleicht Matt generieren. Was wäre da ein passender Ausdruck? Keine Ahnung. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Noch nie. Ich möchte das weder einer Frau noch einem Mann zumuten. Ja, darum geht's ja nicht. Ja, okay. Ich meine, Frauen nennt man Bärchen und wie würde man Männer nennen? Klar, Bärchen basiert ja oder kommt halt von Erdbärchen damals. Ja. Aber ja, vielleicht weiß die Community ja irgendwas. Vielleicht könnten die ja mal reinschreiben, wie die männliche Bärchen nennen würden. Aber wenn ich in der Früh einen Ständer habe und an dich denken muss, naja, da ist es halt ein bisschen blöd mit Romantik. Aber romantisch bin ich an sich schon. Wenn du hier gewesen wärst, hättest du es auch mitgekriegt. Da hätte ich das Ganze nämlich anders angefangen. Ja, naja. Dann hättest du vorher Schatz gesagt, oder was? Wenn ich nicht mehr anrufe, bin ich wahrscheinlich eingeschlafen. Das Bett ist heute erstaunlich gemütlich. Ich schlafe zwar normalerweise nicht mit dem Handy in der Hand ein, aber vielleicht passiert es heute doch. Guten Morgen. Frühstück. Hä? Nochmal wie gestern? Ah. Ja. Vielleicht. Es ist jetzt nicht sein Scheiß ernst. Ich habe gedacht, da wäre irgendein Fehler in der Aufnahme, aber nein. Ja, ich auch. Ich kann das alles nicht mehr. Ich brauche gleich wieder einen Eimer. Ich wette, das ist sogar das Gleiche. Und was heißt das Gleiche? Nee. Es ist auch von dem Tag von davor. Da hat er sich bestimmt zwei reingeprügelt, aber hat von jedem ein Foto gemacht. Und frisst jetzt irgendwas anderes. Okay. Könnte ich mir auch vorstellen bei ihm. Vor allen Dingen, weil als ob dem so ein Schälchen reicht. Nie im Leben. Ja, kann schon sein, dass er das trotzdem jetzt isst, aber dass er den gleichen Fehler macht wie am Vortag. Sie hat ihn dafür ja schon, wenn auch sanft, kritisiert und er zeigt es ihr wieder. Das würde ich ja nicht machen. Ja, sie hat gesagt, es ist schwer. Ja. Vielleicht denkt Rainer, das ist was Positives. So, ja, ich packe das trotzdem, auch wenn das schwer ist. Ah, okay. Okay. Oh nein, nein. Echt auch ein gutes Rezept. Bin gerade am Song aufnehmen. Oh, was für ein Song? Ein neuer XD ist ein Liebeslied. Oh, das klingt ja toll. Ach Gott. Weiß gar nicht, wusstest du, dass ich auch Musik mache? Ja, hattest du erzählt. Naja, ist mehr ein Lied über Liebeskummer. Naja. Oh, das ist aber traurig.
Bis auf dass ich betrogen wurde während einer laufenden Beziehung, aber wer weiß, kommt sicher auch noch so, wie ich mich kenne. Einfach so in der Poat gerade gewesen. Was? Wieso denn das? War ein Fan, der mir Geld geschickt hat. Satte 50 Euro. Crazy. Ich denke, ich nutze es, um in die Sauna zu gehen die Tage. Du könntest es natürlich auch sparen und mal zu mir kommen oder so. Mit dem Zug? Ich fahre lieber Auto. Oder Auto. Das ja egal. Ja, richtig schön, wenn dir der Typ 50 Euro schickt und denkt, dass er jetzt der Reichste ist. Warum macht man sowas? Du meinst, dass er das jetzt gepostet hat? Oder meinst du den Typen, der ihm Geld geschickt hat oder die Frau? Nee, warum er das jetzt ihr schicken muss? Ja, keine Ahnung. Erzählen hätte vielleicht auch gereicht. Aber sie hat hier natürlich recht, ne? Er könnte das Geld beiseite legen, anstatt damit in die Sauna zu gehen. Yep. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Geld auch nicht für die Sauna bestimmt war, sondern dass sich Rainer dafür, ja, was Gutes gönnt. Ja, ich weiß, Sauna. Mhm. Aber, ne, was Gutes zum Essen ja, vielleicht mal. Das reicht bei Rainer halt für eine Lieferando-Bestellung. Ja. Außerdem dachte, wir hätten das mit dem Treffen geklärt. Auto kann ich nicht. Es geht doch auch nicht ums erste Treffen. Ja, dann sehen wir uns wohl nach dem ersten Treffen lange nicht mehr. Das sagt doch keiner. Mein Auto sollte, hoffe ich, bald wieder fahren und dann kann ich zu dir auch mal kommen. Zu dir zu kommen ist nicht mein Problem. Oh, du trinkst heute? Hä? Nein, das ist für die ganze Woche oder so. Das Bissele reicht nicht, dass ich richtig trinke, XD. Ach so, wie viel Alkohol verträgst du denn? Bist du so in der Übung? In Übung nicht, aber du vergisst etwas bei mir. Was? Mein Übergewicht. Das ist das Letzte, was die vergisst. Das ja, man kann es halt auch nicht übersehen, ne? Ja, genau. Aber warum versucht er auch mit sowas immer zu flexen? Es stimmt doch einfach nicht bei ihm. Er ist ja, das soll jetzt gar kein Vorwurf sein, Rainer wird bestimmt schnell dicht, weil er einfach nicht regelmäßig trinkt, was ja auch völlig in Ordnung ist, was ja sogar gut ist. Ich glaube, Rainer ist relativ schnell voll. Ja, das hat man in seinen Streams damals auch gesehen. Ja, also mir geht's da ja nicht anders. Ich mache da aber auch keinen Hehl draus. Ich trinke ja auch nicht. Und würde ich ein bisschen trinken, wäre ich auch sofort dicht. Von daher fange ich gar nie erst an. Ja, ich verstehe auch nicht, warum er das macht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe jetzt nicht, das Geld, was oben eingeblendet war, steht da jetzt auf dem Tisch. In Form von Säften und irgendeinem Alkohol. Ja, okay, Malibu, das trinkt man ja, glaube ich, auch mit so Saft. Das ist ja irgendwie so Kokoslikör oder irgendwie sowas ist das ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht Rainer das ja nicht nur bei Alkohol. Er sagt ja auch zum Beispiel, Kiffen bringt ihm nichts. Mhm. Ja, weil er pafft. Na klar, bringt es dann nichts. Richtig. Das ist auch wie mit den Zigaretten. Deswegen war er wahrscheinlich auch nie abhängig vom Nikotin. Ja. Aber ganz wichtig ist, seine Cola ist auch ohne Nikotin. Ich kann mich aber daran erinnern, als ihm vorgeworfen wurde, dass er nur pafft, wie er dann zigmal an der Zigarette gezogen hat, dann schnell den Rauch raus, der schnell wieder raus war und er dann erst inhaliert hat. Kennst du diesen Stream? Ja. Oder haben wir den nicht sogar zusammen besprochen? Das ist noch nicht so lange her. Weiß ich gerade nicht. Mit den Kringeln machen? Oder habe ich den gemacht? Ach, ich weiß es nicht mehr, also bei den vielen Videos. Haben wir schon einen Stream zusammen besprochen? Ich glaube nicht, oder? Nee, das war ein Video. Okay. Da hat er über Rauchen gequatscht und hat gezeigt, wie man Kringel macht. Kann auch sein, dass ich das alleine gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr bei der Fülle an Videos in letzter Zeit. Das stimmt, ja. Ich trinke generell selten. Ich habe gerade fürs Festival morgen fertig gepackt. Also, ich habe gerade Film angefangen und streame. Und du? Hab fertig gepackt. Okay. Morgen werde ich von meinen Freunden abgeholt. Punkt, Punkt, Punkt. Dann eine Nacht im Auto und dann Dachzelt vom Camper. Trauriger Smiley. Was denn? Nix schon, okay. Mit wem? Das ist so ein widerlicher Mensch, der Typ. Weißt du, sie erzählt ihm, sie geht auf ein Festival,
Sie ist offensichtlich sehr froh darüber, freut sich, wird von Freunden abgeholt und er versucht, ihr hier zu vermiesen. Mhm. Das ist so ein widerlicher Mensch, wirklich. Ja. Es. Du schreibst. Ist das wichtig? Interessiert mich nur. Du fragst ja auch immer, mit wem ich mich so treffe und so. Ich schreibe, ich treffe mich nicht. Außerdem kann ich dir auch nicht mehr sagen, als du mir sagst. Also, eine Frau, mit der es um Sexuelles geht? Ich sag dir doch auch, wenn ich mit wem was hab. Ich hab nix. Na dann? Mach mir aber einen riesen Kopf gegen uns. Das heißt? Das weißt du. Ich hatte es dir schon gesagt. Weil ich ab morgen auf dem Festival bin? Wegen deiner Ankündigung, dass es feuchtfröhlich wird. Ach so, sorry. Und warum genau entschuldigst du dich jetzt? Weil ich natürlich nicht tolle finde, dass es dir damit nicht gut geht. Das ändert ja auch nichts. Das stimmt. Aber ich mach das jetzt nicht, um dich zu ärgern, sondern weil ich lange geplant und ich mich schon so darauf gefreut habe. Dass du da mit anderen fixst? Okay. Also ich gehe aufs Festival, um die Musik zu genießen. Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Das stimmt. Und wieder hat er einen vor das Fressblatt gekriegt. Der saß bestimmt gut. Ja. Außerdem, da hat doch Rainer eigentlich nichts dagegen, oder? Erinner dich mal an seine Story. Ja, da hat mein Kumpel die voll auf dem Auto und ohne Kondom und noch ja, richtig reinspritzt und so. Ja, ja, auf der Motorhaube. Hm? Ja, er ist genau. Ja ganz, also ganz normal auf dem Festival. Ja, hätte ja nur noch gefehlt, dass er sagt, ja, ich habe die danach noch gefragt, ob die Pille nimmt. Das hat die auch verneint. Ja, ja. Das der war ist auch so, eine so hängen geblieben. Krude Story, die er da erzählt hat. Und dann kam ihr Freund und dann sind die sich, haben die gedacht, jetzt prügeln die sich und dann haben die erstmal ein Bier zusammengetrunken und war so gut, als ob. Ja. Ja, es ist so ein dämlicher Schwachsinn. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, wäre so etwas irgendwie passiert, Rainer hätte es doch direkt aufgenommen. Der ist doch nirgends hin ohne seine Kamera. Ja, oder er hätte gefragt, ob er immer darf. Na, ja, der hätte die Motorhaube ablecken dürfen, mehr nicht. Oh Gott, oh, heute. Und nachts sind keine Bands mehr. Ich will da nicht drüber reden. Okay. Das tut mir nur weh und ich will nicht wissen, was du da machst. Hä? Du willst dich doch nächste Woche auch mit dem Mädel treffen. Das ist doch genau das Gleiche. Um ehrlich zu sein, glaube ich, will die nächsten Monate gar nichts mehr von Frauen wissen. Ach, also sagst du mir ab? Hab ich gerade abgesagt? Klingt so. Man kann sich treffen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da was sexuell mit dir anfangen will, wen du es oft brauchst. Und anscheinend es ja eh so aussieht, als ob wir uns ein- bis zweimal im Monat treffen können. Ich denke, ich werde dir halt nicht reichen, wenn wir uns erstmal nur ein-, zweimal im Monat treffen können. Wen überhaupt? Naja, wenn ich Single bin, sehe ich keinen Grund, die Situation nicht zu nutzen. Ich auch nicht. Ich bin ja nicht Nymphoman und kann für einen Partner warten. Wenn ich allerdings jemanden liebe, vergiss es. Ich sehe das eben anders. Single oder nicht, du hast Interesse an mir, dachte ich. Ich komme damit eben nicht klar. Liebst du mich, oder wie? Ich wünsche dir viel Spaß auf dem Event. Ja, hab ich. Aber ich will seit der Trennung von dir halt warten, bis wir uns sehen. Das hat mich halt getroffen. Ich weiß nicht, ob man das Trennung nennen kann. Wir waren... Jetzt unfassbar. Merkt er. Na, die will nicht so, wie ich das will. Und die lässt sich von mir auch nicht verbiegen. Und all meine Versuche, egal ob Mitleid, Erpressung... Dass er Abstand wahren will, ihr die kalte Schulter zeigen, das fruchtet alles nicht. Und jetzt sind sie gar nicht getrennt. Das ist das Gleiche wie mit eben, sind wir zusammen, meine Freundin und so weiter. Er bestimmt das. Zweite Person, in dem Fall das Bärchen, hat keinerlei Mitspracherecht. Und jetzt fällt ihm gerade ein, das war ja gar keine Trennung. Ich habe zwar gesagt, ich mache Schluss, aber ach, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Ich kann das bald nicht mehr. Ja, nur noch 8 Parts, alles gut. Nein, ich ziehe das durch. Okay, du weißt, durchziehen ist immer am besten. Ja.
Waren so gesehen ja nie richtig zusammen, oder siehst du das anders? Natürlich kann man das so nennen. Du hast Schluss gemacht, warst mit einer anderen zusammen und du schreibst ja anscheinend eh dauernd mit anderen Frauen und Kerlen und im Paar. Und mir willst du jetzt ein schlechtes Gewissen einreden, dass ich auf dich warten soll? Also für mich ist eine Beziehung, wem man sich auch trifft. Du hast mich deine Freundin genannt und ständig gesagt, wir sind in einer Beziehung. Warum hast du so wenig Zeit für mich? Was meinst, wie ich mich fühle nach all dem Scheiß? Ich habe jedenfalls nicht mit dir Schluss gemacht, für einen anderen. Mach, wie du es für richtig hältst. Ich werde es genauso machen. Sorry, dass du keinen zum Vögeln hast. Du hast mir vor ein paar Tagen noch gesagt, du triffst dich mit einer. Wenn das nicht klappt, ist das nicht meine Schuld. Nur so viel dazu noch. Ich hätte dich schon lange besucht, wenn du nicht Schluss gemacht hättest. Du kannst offensichtlich jederzeit Sex haben. Es ist für dich also kein so großes Opfer, wenn du, bis wir uns getroffen haben, darauf verzichtest. Ist das ein Widerling. So, jetzt packt er das aus. Mhm. Überleg mal, wie erbärmlich das ist. Ja, natürlich. Dass ihm das selbst nicht peinlich ist. Und ich wette mit dir, wenn sie jetzt ein anderes Mädel noch angespitzt hätte, hier, hast du seine Nummer, mach den mal eben an. Und ihm gesagt hätte, hör mal, ich habe diese Woche Urlaub, kann ich nicht mal vorbeikommen. Er hätte sofort ja gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ekelhaft. Für mich ist das anders. Und ich soll das ahnen, wenn du mir das nicht sagst? Was ist denn das für eine Logik? Das war eine Überraschung zu deinem Geburtstag. Das sag ich dir doch nicht vorher. Du hast eine Woche vorher Schluss gemacht. Dann kannst mir kaum einen Vorwurf machen, oder? Ich hab jedes Recht, dir einen Vorwurf zu machen, wenn du Schluss machst. Ich streite mich nicht weiter mit dir über das Thema. Schon gar nicht, wenn ich im Livestream bin. Es hatte ja auch seine Gründe, warum ich das gemacht habe. Weißt du, wenn jetzt eine Alte vor deiner Tür stehen würde, dann würdest du die Gelegenheit doch auch mitnehmen. Also tu mal nicht so. Und diese scheinen sich auch nicht zu ändern. Deine Gründe interessieren mich einen Scheiß. Wir sind nicht zusammen. Ich kann die ganze fucking Welt durchficken und es hat dich einen Scheiß zu interessieren. Ich kann nichts dafür, dass du so wenig Sex hast. Wir hatten alles geklärt, also hör auf, mir vorzuwerfen, dass ich das mache. Aber über das wir gesprochen haben und wir haben uns geeinigt. Nein, würde ich nicht. Aber das zeigt mir, dass du über mich nichts weißt. Du kannst froh sein, dass ich es nach der Trennung überhaupt nochmal versuche mit dir, hast du selber gesagt. Du hast gesagt, ich kann machen, was ich will. Also tu nicht so, als wäre ich ein schlimmer Mensch deswegen. Ja, du kannst machen, was du willst. Ändert nichts an meinen Hoffnungen. Was für Hoffnungen? Wenn ich dir das sage, macht es ja keinen Sinn mehr, oder? Ja, doch. Wir haben da schon so oft durchgekaut. Na dann. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ja, ganz normal, bis wir uns sehen. Was bringt es mir, wenn ich Albträume davon habe, wie du mit einem anderen, ne, im Bett liegst? Ernsthaft? Andere, ne. Ernsthaft? Ja. Albträume. Mhm. Wie schäbig kann ein aber Mensch wer, sein? Ja, aber wäre er dabei, wie sie mit einem anderen was macht im realen Leben, dann ist kein Problem. Aber wenn er davon träumt, ja, dann geht die Welt unter. Mhm. Ja, ja. Gott, ist das erbärmlich. Träumst du? Dachte, das hast langsam verstanden. Hey, ich kann nicht hell sehen. Sag ich dir seit etwa einer Woche. Du sagst mir ja nicht, wie du empfindest. Kannst du reden? Nee, lass bitte schreiben. Mich macht das hier gerade nervös. Da mag ich nicht reden. Gestern nicht, heute auch nicht und die kommenden Tage geht nicht. Ja, wir haben doch gerade erst vor 2-3 Tagen gequatscht. Ich mach das nicht so oft. Und wir sind ja auch kein Paar. Ich denke auch nicht, dass wir ein Paar werden, weil du zeigst mir damals wie jetzt, dass du keinerlei Interesse zu haben scheinst. Das stimmt nicht. Ich war damals mega eifersüchtig. Und ja, ich weiß, du wolltest mich besuchen. Davon kann ich aber nichts wissen, auch wenn es eine Überraschung war. Habe mich damals auf eine Beziehung mit dir eingelassen
und dann plane ich eine Tour zu dir. Und du machst Schluss und bist dann mit einer anderen zusammen. Und als wir ein Paar waren, hast du auch keine Zeit gehabt zu reden. Wie soll ich mich denn jetzt fühlen? Ja, weil ich viel arbeite. Ich habe dir gesagt, Sommer ist eine fiese Jahreszeit von der Arbeit her. Du selbst hast gesagt, du willst lieber reden, weil das Schreiben so missverständlich ist. Warum willst du also nicht reden? Vorgestern meintest morgen ganz sicher und du hast mich auch schon versetzt und das, obwohl ich mich den ganzen Tag drauf gefreut habe. Ja, ich hab's nicht geschafft. Sorry, dass ich arbeite. Und wie gesagt, du hast gerade erst Schluss gemacht vor 3 Wochen. Das hier ist für mich emotional immer noch schwer, mich wieder zu öffnen. Du hast mich sehr verletzt. Warum hab ich denn Schluss gemacht? Das spielt doch keine Rolle. Das hat mich verletzt. Und dann hattest du fast direkt eine andere. Jetzt brauche ich mal Zeit, mich emotional wieder auf dich einzulassen. Deswegen will ich warten, bis wir uns sehen. Und ich sicher sein kann, dass du das bist, was ich suche. Aber auch wenn du warten willst, kannst auch mit dem Sex mit anderen lassen, bis wir uns gesehen haben. Weißt was? Vergiss es. Du verstehst es nicht, was soll's. Du wolltest dich doch vor ein paar Tagen noch mit einer Frau treffen. Ergo wartest du doch auch nicht. Ja, wen du meinst, 2 Sachen. Erstens, wie schon gesagt, im Gegensatz zu dir ist mein letztes Mal Sex über 1,5 Jahren her. Ja, ich kann nichts dafür, dass die Weiber dich alle verletzt, versetzt, verarscht haben. Und sie ist die Nächste. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Und die, die angeblich nebenbei liefen, auch. Ja, es ist so schön. Aber sie hat ja recht. Sie kann nichts dafür, dass Rainer sich immer verarschen lässt. Nee, und sie kann auch nicht dazu, dass er sich von ihr getrennt hat. Und wenn das Ganze echt wäre, könnte man ihre Reaktion auch verstehen. Und ganz klar. Er hat Schluss gemacht. Warum soll sie sich dann jeden Tag mit ihm dahinsetzen und telefonieren? Ja, genau. Und er bringt auch immer solche Sachen wie, ja, ich hab mich doch so drauf gefreut, ich. Schon wieder. Mhm. Als hätte er sich irgendwie Zeit freigeschaufelt, um mit ihr irgendwie zu telefonieren. Ja. Wie gesagt, wenn es echt wäre, dann könnte ich die Enttäuschung verstehen. Aber er will einfach nur Macht ausüben. Ne? Er bestimmt, wo es lang geht, er bestimmt. Vor allen Dingen das Problem ist ja, wenn man mit ihm telefoniert, man wird ihn ja kaum noch los. Und er will ja immer mehr. Es hilft ja nichts, wenn man ihm mal diesen Wunsch erfüllt. Er will ja immer mehr. Und Gespräche mit ihm, wir wissen, wie langweilig die sind, weil er hat nichts erlebt, er hat nichts zu erzählen, außer seinem Lü-Lü-Lü und seinen ekelhaften Anspielungen und seinen ekelhaften Geschichten. Ja, neue Sachen passieren ja nicht. Nö. Du planst es aber immer wieder. Auch seit wir uns kennen, hattest du doch auch genug Kontakt zu anderen Frauen. Zweitens, du kannst jederzeit, wie es aussieht, jemanden finden, der dich befriedigt. Was mich schon genug verunsichert, auch ohne dass ich mir da. Willst du mal wissen, warum ich zu so vielen Frauen gleichzeitig Kontakt habe? Weil es egal ist, ob ich 1 oder 1000 habe, es ändert nichts. Ich habe keine Chance und bei dir werde ich genauso leer ausgehen, nehme ich an. Also hättest du mich doch wieder für eine von den anderen. Hältst du mich doch für eine von den anderen. Alles klar. Wenn du mir eine monogame Beziehung hättest haben wollen, hättest du die haben können. Aber auf mich warten bis Ende August war dir ja auch zu viel. Ich finde es schade, dass du mir jetzt hier so eine Szene machst und mir nicht einfach eine schöne Zeit wünschst. Ich muss morgen früh los. Dir ein schönes Wochenende. Ich schlaf jetzt. Meld mich Montag wieder bei dir. Okay, schau mal. Ich halte dich nicht für eine Haterin oder derartiges. Ich kannte genug Frauen, die keine waren. Ich sag nur, wie es immer läuft. Ich lass mich auf was ein, ich verliebe mich. Hat sie nicht gerade gute Nacht gesagt? Ja, hat sie. Ein, zwei Nachrichten. Juckt es Rainer. Ja, ein, zwei Nachrichten kann man danach, ne? Das kann auch sein, wenn noch ganz kurz was gesagt werden soll. Aber was sehen meine Aber Augen keine hier? Neuen. Ja. Was sehen meine Augen hier? Ganz genau. Ich kann es nicht.
Sie ist jetzt aus dieser Diskussion ausgestiegen, die bringt nichts, sie hat ihr festes Ziel, hat er jetzt zu akzeptieren, er kann es sowieso nicht ändern, hat er schon 50 Mal gesagt, ich bin zwar traurig, aber ich kann es ja sowieso nicht ändern, ich habe dir ja nichts zu sagen. Ganz genau, warum jetzt so viele Nachrichten? Ja, mal sehen, wie es weitergeht, da kommt ja, glaube ich, eine Sprache, so wie es aussieht. Und am Ende stehe ich alleine da. Siehe den kürlichen Fall. So läuft das schon mein ganzes Leben. Es ist dumm, aber du kannst nicht erwarten, dass ich nach über 20 Jahren solche Erfahrungen noch glaube, oder? Gute Nacht, ich muss schlafen. Okay, dann nur eine Frage. Du willst also definitiv Sex haben auf dem Event? Okay, ignoriere meine Angst. Ich finde auch interessant, dass als ich dich damals gefragt hast, du meintest, du bist nicht eifersüchtig. Okay, jetzt im Nachhinein sagt was anderes. Geht ja nicht. 6-9, 8-9. Was ist los? Würdest du mir bitte eine Antwort geben? Selbst wen? Es ist nur, lass mich in Ruhe. Der nächste Tag? Tja, sieht aus, als sei es berechtigt gewesen, dass ich Schluss gemacht habe. 2 Tage später? Soll ich dich aus meiner Liste jetzt rausnehmen? Antwortest du mir jetzt überhaupt nicht mehr? Oder was erwarte ich jetzt? Okay, wenn du dich bis morgen früh nicht meldest, ist die Sache für mich gelaufen. Sie hat doch gesagt, schönes Wochenende, wir hören uns am Montag. Ja, und Rainer setzt hier wieder ein Ultimatum. Mhm. Es zeigt wieder, dass er wirklich glaubt, er ist in dieser Position, wo er sowas tun könnte. Ja. Es ist lächerlich. Hey, sag mal, was ist an ich melde mich Montag wieder bei dir, ist so schwer zu verstehen? Hatte ich nicht gelesen. Ich hatte dir gesagt, ich melde mich wieder. Du benimmst dich wie ein Kontrollfreak. Wir sind nicht zusammen und du machst mir doch eh nur Vorhaltungen. Es sind super krasse Sachen passiert von den Hatern. Und dann kackst du mich hier auch noch an? Die Hater haben mich auch sehr schöne Stream-Ausschnitte von Freitag geschickt, dass du ja eh nur was zum Ficken suchst. Schön, dass das ganze Internet das erfährt und mich laberst du mit Eifersucht voll. Eigentlich hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen dir, weil es dir schlecht ging und wollte gar nicht mehr ficken auf dem Festival. Aber du suchst ja eh nur was zum Ficken, also habe ich mich auch nicht zurückgehalten. Ich verstehe trotzdem nicht, warum du dich nicht meldest. Kannst meine Nachrichten gesehen, hast du. Was genau ist denn mit den Hatern passiert? Die Hater haben mich übrigens fotografiert. Die waren da und wussten, wie ich aussehe. Und haben mir das geschickt. Woher wissen sie das bitte? Ah ja, siehst aber nicht aus wie die Bilder, die du mir geschickt hast. Doch. Ich weiß nicht, woher die das wissen. So hätte ich dich nicht erkannt. Checkt er überhaupt, was hier gerade Phase ist? Nö. Er wirft dir direkt vor, so siehst du, siehst gar nicht so aus wie auf den Bildern, was du mir geschickt hast. Ja, kannst du gar nicht dass sein, also reg dich nicht so künstlich auf. Ja, dass sie da von Hatern vermeintlich fotografiert wurde, juckt ihn gar nicht. Nö. Das ist so unfassbar wieder. Nee, er hat ja direkt nur ihr so gezeigt, was du mir hier erzählst, das stimmt nicht, alles fake, das bist du gar nicht auf dem Bild. Jojo. Man sieht ja nicht mal mein Gesicht richtig. Ich hatte dir schon mal gesagt, dass das krass ist mit dem Bass da drin. Was ist daran bitte zu erkennen oder nicht zu erkennen? Und dass ich für meine Gesundheit etwas zugenommen habe, wusstest du. Und ich habe mich nicht gemeldet, weil du ja im Stream gesagt hast, du willst eh nur was zum Ficken. Das sind jetzt Ausreden. Also Fakt ist, ich hatte dir schon mal gesagt, dass das, was ich live und im Netz sage, nicht immer was mit der Realität zu tun hat. Nee, das ist die Wahrheit. Bin sauer. Mir was von Gefühlen und Eifersucht und Albträumen erzählen und dann suchst du eh nur was zum Ficken. Bin doch austauschbar für dich. Das Zweite ist, dass du wusstest, dass ich was zum Ficken will. Dazu kommt, dass du auch weißt, dass ich Gefühle für dich habe. Das klang vor meinem Festival aber anders. Und du meldest dich ein ganzes Wochenende nicht. Ja, weil ich das Festival genießen wollte, hatte so schon genug Stress.
Außerdem ist da eh kaum Empfang. Du bist sauer, weil ich dir was von Gefühlen erzähle und du fickst mit anderen? Okay. Und das mit den Hatern hat dann noch einen draufgesetzt. Wir sind nicht zusammen und du wolltest doch auch mit einer anderen ficken. Weißt du, was ich mir hier gewünscht hätte? Was denn? Dass sie sowas sagt, wie dass sie sich mit den Hatern dann zusammengesetzt hat und am Schluss ist es in einer Riesenorgie geendet. Das wäre ein bisschen drüber gewesen. Ne? Das hätte stell dir das mal vor. Ah, das hätte selbst sagt, der Dicke nicht geglaubt, glaube ich nicht. Nee. Ja, okay, sag nur keine Orgie, aber sie hat dann den Typ da angesprochen, der sie fotografiert hat und dann, ja, ging da halt irgendwann mal was. Mhm. Stell dir das mal vor, wie Rainer da reagiert hätte. Ja, also er hat nicht gelesen, dass sie gesagt hat, bis Montag am Wochenende wird es keinen Kontakt geben. Dieses Event war ja ein Jahr im Voraus geplant, das haben wir in den vorigen Leaks gehört. Und er übergeht das einfach und macht mal wieder sein, ja, Klingel oder Schreib, ich nenne es jetzt mal Terror. Terror ist natürlich was anderes, aber und belästigt sie permanent. Und setzt dann ein Ultimatum. Jetzt sind sie wieder im Gespräch. Und sie berichtet von den Hatern. Und eben auch, dass sie abgelichtet worden ist. Und das juckt ihn null. Ihn interessiert jetzt nur, dass sie sich nicht gemeldet hat. Und er kann auch nicht verstehen, dass sie viel lieber dieses Event genossen hat mit irgendwelchen tollen Menschen, anstatt mit ihm rumzustreiten. Ja, es ist so schön. Die ist da auf so einem Festival, chillt, macht sich schönen Tag oder schöne Tage mit anderen Leuten und er sitzt daheim in seiner Schimmelschanze wie die ganzen Jahre davor und ist einfach nur matt. Ja, ganz genau. Was für ein Leben. Weißt was? Lass uns das hier und jetzt beenden. Auf diese Scheiße habe ich beim besten Willen keinen Bock. Ich habe mir das ganze Wochenende einen Kopf gemacht, Albträume etc., aber du bist das Opfer, hier ist recht. Ja, bin ich auch. Die haben mich fotografiert, weil ich mit dir Kontakt habe. Ob zusammen oder nicht, wenn ich jemanden liebe, hat das nichts damit zu tun, ob ich mit jemandem zusammen bin. Ach, jetzt liebst du mich plötzlich. Aber du hast sicher starke Gefühle für mich, hast nach nicht mal einer Woche, als ich sagte, es ist Schluss, mit einem anderen rumgefickt. Nur weil du so wenig Sex hattest und das mit dem Frustfick nicht kennst. Also ja, ich denke, das Ganze mit Gefühlen ist einseitig und noch dazu ungerechtfertigt, wie ich es mittlerweile sehe. Weil du ja weißt, wie es mir geht. Beleidige mich weiter, wen du meinst. Deswegen rede ich nach dem Terror auch noch mit dir. Wo hab ich dich beleidigt? Auf mich hast du jedenfalls nicht den Eindruck, dass du starke Gefühle für mich hast. Hast du auf dem Meer herumgefickt? Selbst wenn, geht dich nichts an. Du wolltest dich ja auch mit einer anderen zum Ficken treffen. Ich weiß gar nicht, wie du dich auf so ein Podest stellen kannst, als ob du hier moralisch besser bist als ich. Du hast Schluss gemacht und warst mit einer anderen zusammen und willst jedes Mal jede Gelegenheit mitnehmen, um irgendwen zu ficken. Aber wenn ich rumvögel, dann bin ich die Böse hier. Ja, aber ich habe dir gesagt, dass ich abwarte. Was abwarten? Naja, spielt keine Rille, für mich ist die Sache erledigt. Du hast letzte Woche noch gesagt, ich treffe mich mit einer. So wie du mich behandelt hast, finde ich nicht okay. Hallo, geht's noch? Du bist der absolute Kontrollfreak. Das mit den Hatern tut mir leid, keine Ahnung, wie die das rausgefunden haben. Aber ich kann das nicht ändern. Du hast Schluss gemacht und ich soll dir jetzt zu Füßen liegen? Hoffe, das Ganze geht gut für dich aus. Also das zu Füßen liegen würde sicherlich nicht gut für sie ausgehen. Nee, das war mit Sicherheit auch damals schon nicht so toll, weil in der Schimmelschanze barfuß laufen, och nö. Nee. Ach, was glaubst du, wie dem seine Füße von unten aussahen? Komm, soll ich das jetzt wirklich beschreiben? Ich sehe die Kommentare jetzt auch. Schade. Okay. Oh ja, dann mach, komm. Nein, ich wollte sagen, die Füße werden ja komplett verhornt sein. Und die Hornhaut wird Risse haben und da hat sich dann überall so richtig schön der Dreck reingesetzt. Und Kippenstummel und so weiter. Was hat
der denn für Risse? Ja, wie der Asphalt auf der Straße halt. Ach Gott. Die Hornhaut ist halt schon krass, gell? Der könnte wahrscheinlich echt über Kohlen laufen und wird's nicht merken. Ja, auch die Zehennägel, ne? Also, ja, ich weiß, er müsste große Mühe haben, wenn das überhaupt schafft, da irgendwie dran zu kommen. Und ich glaube, die sind auch so dick, da brauchst du wirklich irgendwie eine Rohrzange oder so. Ich weiß es nicht. Ja, oder so eine Kneifzange. Deswegen habe ich ja gesagt, er soll sich so einen Wetzstein irgendwie unter den Schreibtisch stellen, wo er halt so rumkratzen kann. Stimmt, das gab's ja auch. Das gibt's doch im Zooladen. Gott. Kann er sich so die Hufen abscharren. Komm mal, Krallen schneiden. Ja, genau. Oh Gott. Meinst du nicht, dass du da was wieder gut machen solltest, bevor du hier ständig Forderungen stellst? Ich hatte es dir schon gesagt. Warum habe ich Schluss gemacht? Weil wir immer streiten. Und das hat sich nicht geändert. Außerdem, wenn du direkt nachdem ich Schluss mache, jemanden zum Ficken suchst, finde ich, hatte ich recht damit. Ja, genau. Genauso, wie du dir direkt eine andere gesucht hast. Also erzähl mir nix. Ich habe keine gesucht. Ich kannte sie länger als dich. Ja, trotzdem warst du direkt danach mit ihr zusammen. Und ich wollte sie für dich links liegen lassen. Also tu mal nicht so, als wäre das irgendwas anderes. Ja, weil ich sie lange kenne, real getroffen habe und wusste, woran ich bin. Anders als bei dir. Bye. Ich habe mit dem Typen gepennt, weil ich Ablenkung wollte. Du hattest 3 Tage später eine Freundin, also erzähl du mir nix von Gefühlen. Wenn du so Ablenkung suchst, bist du eine Schlampe. Du wirfsaat mir vor, dass ich weiß, der Geier was bin. Was? Ich habe mich jetzt erstmal verschluckt, Entschuldigung. Ja, schluck erstmal runter. Warte, das hören wir uns nochmal an. Geht's wieder? Ja, danke. Du mir nix von Gefühlen. Okay. Wenn du so Ablenkung suchst, bist du eine Schlampe. Du wirfsaat mir vor, dass ich weiß, der Geier was bin und steigst direkt mit einem anderen ins Bett. Wer weiß, ob du das nicht eh die ganze Zeit gemacht hast. Vertrauen ist das jedenfalls nicht. Egal, glaub was du willst, ich werde mich nicht mehr melden und dich in Ruhe lassen. Echt scheiße. Weil ich möchte dich echt und wollte es mit dir versuchen, aber es hat sich nichts geändert. Und das auf dem Bild war es sicher nicht du, könnte ich jedenfalls nicht mit deinen Bildern in Einklang bringen, die ich kenne. Leb wohl und fick mit so vielen, wie du willst. Ich weiß, wer auf dem Bild du sein sollst. Und es geht nicht um das Gewicht, sondern die Haare. Was genau willst du von mir? Du meldest dich ein ganzes Wochenende nicht und hast kurz nachdem ich Schluss gemacht habe, Ablenkung in einem anderen Kerl gesucht. Dazu kommt, dass du mir andauernd Vorwürfe machst. Ja, ich habe mich auch nicht besonders gut verhalten, das streite ich auch nicht ab. Allerdings zeigst du mir nicht gerade, dass du wirklich Interesse an mir hast. Du meldest dich kaum, bis nie. Du hast mich das ganze Wochenende links liegen gelassen und das, obwohl du wusstest, was ich empfinde. Meine Sorgen trittst du mit Füßen und das Hauptproblem ist, dass wir dauernd streiten. So oder so, es wird eh nicht gut gehen, an wir uns treffen. Inwiefern um die Haare? Die sind halt etwas kaputt von 3 Tage Festival. Die Farbe. Ja, ich hab dir doch gesagt, ich werde jetzt Kupfer. Spielt auch keine Rolle, es ging nicht um das Gewicht. Muss man halt in 2 Stufen machen, wenn man so dunkel war, wie ich das hatte. Die 2. Stufe kommt kurz bevor wir uns treffen wollten, damit die Haare ein bisschen Zeit haben, sich zu erholen. Und dann sind sie auch gescheit Kupfer. Bis dahin halt komischer Zwischenton. Versetz dich halt mal in meine Lage. Das ist doch Gela. Darum geht es doch nicht. Die Hater schicken mir Ausschnitte, dass du eh keine Freundin mehr willst, sondern nur ficken. Und dann bombardieren und stalken die mich auf dem Festival. Sorry, dass ich da nicht super rücksichtsvoll bin. Aber ich war richtig sauer, weil ich dachte, du lügst über deine Gefühle, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Und dann im Stream, wo du weißt, dass ich weg bin, erzählst du den Leuten, dass es dir eh nur um Ficken geht.
Und dann werde ich auch noch von dem Komischen gestalkt. Und ich hatte das Gefühl, du wolltest eh bloß Zoff. Du hast mir das Festival gefühlt überhaupt nicht gegönnt. Ja, da muss ich ihr vollkommen recht geben. Wir haben jetzt eine ganze Weile laufen lassen. Ich komme über diese Beleidigung immer noch nicht hinweg. Damit habe ich nicht gerechnet. Du? Nee, also, dass Rainer hier sie wirklich als Schlampe bezeichnet, es wundert mich halt echt auch. Also, ja. Er hat wirklich jede schlimme Seite an sich. Ja, da war halt wahrscheinlich der Neid, die Eifersucht, die Wut, war alles auf so einem perfekten Level, dass er einfach mal das gesagt hat, was er denkt. Und einfach, ja, wütend war. Ja, aber, und jetzt muss ich seine Worte nutzen, auch wenn es mir schwerfällt, er hat kein Recht dazu. Hat er auch nicht, natürlich nicht. Sie kann tun und lassen, was sie will. Hat er sich selbst verbockt. Und im Grunde genommen macht sie es ihm ja nur nach, nur dass sie dabei erfolgreich ist. Mhm, ja. Und er wäre halt auch gerne so. Er wäre gern auch eine Schlampe oder was? Ja, sage ich dir, wie es ist, wäre Rainer gerne. Okay. Wer? Er hätte am liebsten mit allen möglichen Leuten einfach so Sex. Mhm. Das juckt ihn doch nicht, was andere dann von ihm halten. Aber das Verhalten von ihm würde zu einer Schlampe schon passen. Ja. Also sein Verhalten, wenn er es so durchziehen könnte, wenn er. Du meinst sein Verhalten ausdenken. Ja, genau. Mhm. Ja. Rainer ist halt so eine Fantasieschlampe. Aber Bitch ausdenken. Ja, Fantasy-Bitch. Mehr aber halt nicht. Ja, das stimmt wohl. Ja. Teilweise stimmt das. Nur, dass es nicht das Festival war, was ich dir nicht gegönnt habe, sondern den Sex, wenn du mit mir in die Kiste willst. Außerdem spielst du ja auch mit meinen Gefühlen. Wenn du mit mir in die Kiste willst, dann hast du mit keinem anderen vorher zusammen. Am besten warst du vorher, bevor du mich kennenlernst, eine Nonne. Mhm. So wie er. Ja, genau. Ja, aber so hört sich das hier gerade an. Das ist ja auch das, was er immer wieder macht. Mit wie vielen hattest du schon? Wie lange hast du nicht mehr? Wann war das letzte Mal? Wie groß war deine längste Ruhepause? Das sind alles so Fastenzeit. Fastenzeit, ja, gut. Also, Fastenzeit nennt er das, nicht enthaltsame Zeit oder keine Ahnung. Ja. Durststrecke, ja, wie auch immer. Genau. Nein, er nennt es Fastenzeit. Richtig, ja. Also, das sind alles so Fragen, weiß ich nicht. Ob die alle sein müssen. Nee, natürlich nicht. Aber Rainer, der kennt da nichts. Blocken, entblocken, neue Freundin, wieder getrennt, dann wieder eifersüchtig, dann wieder blocken. Das macht einen fertig. Ich hab dich nicht geblockt nach der Trennung. Und getrennt hab ich mich. Das hab ich dir ja schon oft gesagt, warum. Und jetzt hat er sich doch getrennt. Ach, komm. Ach nee, er hatte sich nicht getrennt. Das konnte man nicht Trennung nennen, weil man es auch nicht Beziehung nennen konnte. Ich vergaß. Also so langsam werde ich wirklich matschig im Kopf. Mhm. Vielleicht war es ja auch nur eine Pause. Mhm. Okay. Mhm. Anspielung auf eine sehr bekannte Sitcom. Leute, schreibt bitte rein, welche ich meine. Du weißt es nicht, oder? Nee, ich guck sowas nicht. Okay. Und wenn ich von dir Support will, wegen den Hatern, kommt von dir, oh, das sieht nicht aus wie du. So viel Vertrauen und Rückhalt bekomme ich von dir. Und da soll ich mich krass freuen? Das nicht gerade sensibel.
Und dann nennst du mich auch noch eine Schlampe. Ich weiß nicht, warum wir das immer wieder durchkauen müssen. Also pass auf. Erst einmal sollten wir vielleicht einmal das klären, was wir machen wollten, bevor du in den Ding gefahren bist. Der Grund, warum ich nämlich immer noch sauer bin, ist nicht das mit den Hatern oder mit dem jetzigen oder so, sondern dass du dich nicht gemeldet hast und dass wir davor noch besprochen oder geredet haben und du einfach weg warst. Einfach so, ja, tschüss, gute Nacht, ich habe keinen Bock mehr, so ungefähr. Und deswegen bin ich stinksauer. Und dazu kommt jetzt noch, dass du dich nicht gemeldet hast und dazu kommt noch, dass ich mir jetzt da einen Vorwurf anhören darf. Ich habe keine Ahnung, wie die das rausgefunden haben. Ich hab dir bereits gesagt, dass es mir leid tut. Und ich kann dir keinen Support geben, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Weil ich nicht weiß, was sie dir geschickt haben, was sie gemacht haben, was sie tun. Was soll ich also machen? Und das mit der Schlampe, naja, schau das mal aus meiner Sicht an. Ja, ja gut, ne? Ist recht. Ich hab mich von dir getrennt. Und weil ich das immer noch in Anführungszeichen setze, weil wir meiner Meinung nach nicht richtig zusammen gewesen sein können, weil, habe ich aber auch schon erklärt, warum. Fakt ist jedenfalls, ich habe mich von dir getrennt und habe kurz darauf mit der anderen was angefangen, mit der ich übrigens schon vorher was anfangen wollte. Und das hast du gewusst. Oh. Gott. Mhm. Ja, dich habe ich nur warm gehalten. Ja, unglaublich. Wie jede Frau ein Spielzeug für ihn ist. Entschuldigung, das musste raus. Ja, aber er ist ja ein Romantiker, gell? Ja. Und man muss das aus seiner Warte sehen. Aus seiner Sicht. Und wenn er sagt, sie ist eine Schlampe, dann ist das eben so. Also wir haben uns gestern 3,5 Stunden seine Sicht angehört und sind zum Ergebnis gekommen, er ist derjenige. Ja, das stimmt. Wir zusammen was anfangen und alles. Aber mein Problem war damals immer wieder, und das habe ich dir auch schon oft erklärt, dass wir uns nur am Streiten sind. Ich meine, was haben wir denn in den letzten Monaten überhaupt groß gemacht? Du möchtest so gut wie nie reden. Du möchtest nicht kämen, du möchtest im Prinzip eigentlich nichts mit mir machen, außer wenn wir uns dann sehen. Finde ich persönlich eigentlich nicht so besonders geil, weil ich die Person, mit der ich rede, auch gerne sehen möchte. Und ich meine jetzt nicht ein Bild, sondern ein richtiges Video, wo man sich unterhält und alles. Also richtig mit Cam und so. Ich möchte sie sehen, aber als Video, nicht als Bild. Oh, Rainer, ey, komm. Und da wir beide Snapchat haben und alles, nicht Snapchat, da wir beide Discord haben und alles und auch Mikro und so weiter, sollte man eigentlich denken, dass man das im Normalfall und in Ruhe reden und klären kann. So, dann kommt weiterhin dazu, dass ich mich mit ihr zusammen war. Okay, ja, nachvollziehbar, dass du da sauer bist und alles, aber du bist ja wann? Sag mir das mal bitte, wie viele Tage genau oder wie viele Stunden genau bist du, nachdem ich Schluss gemacht habe mit dir, mit einem anderen ins Bett gesprungen? Also Ablenkung hin oder her, ich persönlich finde das nicht normal, dass man sagt, man ist mit jemandem zusammen und du siehst es ja anscheinend anders als ich, du sagst, wir sind auf jeden Fall 100%ig zusammen gewesen, also bist du quasi jetzt meine Ex-Freundin in dem Sinne, wenn man das so will. Das ist ihm auch immer ganz wichtig, ne? Wenn er schon keine Freundin hat, dann will er wenigstens eine Ex-Freundin haben. Mhm. Meinst du, sie ist dann auch eine von denen, die er immer aufzählt in anderen Gesprächen? Ja, oder? Ja. Steffi, Petra, das sind ja alle die nicht schwanger von ihm geworden sind, ne? Ja. Der Petra, Alter. Keiner kann was für seinen Namen. Keiner. Du die nicht, ja ich gut. Nicht. Petra, hör auf jetzt. Ich sage es zum Glück nicht. Ach.
interessieren, warum du so schnell, nachdem ich mit dir Schluss gemacht habe, direkt mit einem anderen in die Kiste springst, selbst als Ablenkung. Geht doch dich in Scheiß an, Rainer. Ja. Er wäre ja auch, wenn die andere ihre Tage nicht gehabt hätte und dann einen Tag vorher, bevor sie kommen wollte, Schluss gemacht hätte, mit der ins Bett gegangen. Und im Gegensatz zu ihr, also zum Bärchen, spricht er ihr ja von richtigen Gefühlen. Erst war es mögen, dann war es verliebt sein und dann hat er ihr gesagt, also er hat ihr ja gesagt, ich hab dich lieb, und dann sprach er sogar von Liebe. Und dann kann er ja auch diesen Drang, mit einer anderen in die Kiste zu gehen, nicht haben. Ja, natürlich nicht. Ich war auch nicht besonders gut drauf, als ich das gemacht habe, weil ich eben auch echt Gefühle für dich habe. Und ich erzähle es halt irgendwie jetzt, um dich ins Bett zu kriegen oder sonst was. Weil ins Bett gekriegt hätte ich dich ursprünglich auch ohne Gefühle. Zumindest hatten wir das damals so gedacht. Das glaubt auch nur er. Das kann er seinem Pfleger erzählen. Also. Wie kann man sich so sehr selbst überschätzen? Boah, ich kriege jeder in die Kiste. Ja, deswegen geht er auch immer leer aus. Der traurige Maulwurf. Na. Mensch. Ist das unangenehm. Ja, da sagst du ein wahres Wort. Es ist wirklich extrem unangenehm. Und darum geht es mir auch nicht. Ja? Mir geht es darum, dass ich nicht verstehen kann, wie du direkt mit einem anderen in die Kiste springst, obwohl du zu mir sagst, dass du Gefühle für mich hast und so weiter und so fort. Das ist für mich einfach unbegreiflich. Und deswegen habe ich Schlampe gesagt, weil es für mich einfach, ich weiß nicht, ja. Wobei Schlampe in dem Fall ja noch nicht einmal zutreffend ist, weil Schlampe ist ja im Prinzip, eine Nutte ist ja im Prinzip eine Frau, die sich sogar noch dafür bezahlen lässt. Ich gehe mal davon aus, du kriegst kein Geld dafür, wenn du mit jemandem ins Bett steigst. Oh, okay. Himmel, wir wollten beide drücken. Ja. Ich kann nicht mehr. Also ich glaube, eine Schlampe nimmt ja eigentlich kein Geld. Nee, eben nicht. Die macht's ja, weil sie darauf steht. Also nicht mal das checkt er. Ja, aber eigentlich wäre doch eine Entschuldigung. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das zu entschuldigen ist. Aber wie er das hier begründet. Ich fall vom Glauben ab. Ich entdecke immer neue Abgründe. Für mich ist dieser Leak ja neu. Ich kenne nur so Bruchteile. Für mich auch. Und ich kann nicht mehr. Wirklich. Also, nee. Schätze ich zumindest mal. Also, weiß nicht, was ich davon halten soll. Für mich ist es jenseits von allem. Dass Sex und Gefühle nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, das ist mir durchaus klar. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ich in jemanden verliebt bin oder in jemanden verschossen und so weiter und der macht Schluss, dass ich einen Tag später oder so, sonst was direkt mit einem anderen ins Bett gehe. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt vielleicht ein paar Monate warten würde oder vielleicht zumindest ein paar Wochen, so 4-5 Wochen oder was weiß ich, mindestens einen Monat oder was, dann würde ich sogar nachvollziehen können. Aber gut, vielleicht ist es bei dir einfach anders, weil anscheinend beziehst du deinen Kopf ja nicht mit ein. Anderes Szenario. Reini, das Bärchen hätte irgendeinen Freund am Start gehabt. Und hätte Reini dann auf PH kennengelernt und hätte sich dann von ihrem Freund getrennt und hätte dann zu Reini gesagt, hör mal, kann ich heute vorbeikommen? Ich habe Frust, ich muss den rauslassen. Meinst du, der hätte Nein gesagt? Ja, natürlich nicht. Ja, ganz genau. Diese Doppelmoral, ne? Es ist so widerlich. Ich halte auch nichts davon, so wie sie es hier anscheinend lebt. Das muss jeder selber entscheiden. Aber ich kann mich nicht hinstellen, es selber machen und dann über jemand anderen schimpfen. Bei ihm ist das doch wirklich nur, wie du das vorhin gesagt hast, dieser Frustneid, dass sie ein schönes Wochenende hatte mit allem drum und dran. Event, Musik, Freunde, Ausgelassenheit. Ja, und wahrscheinlich auch noch irgendeine nette Bekanntschaft, mit der sie durch die Kissen rutschen konnte. Ja. Mal sehen, was er noch so sagen wird.
Ich, wenn mit einer Frau im Bett liege, dann denke ich in erster Linie an diese Frau. Dann möchte ich dieser Frau gefallen, dann möchte ich, dass die Frau mir gefällt und dann möchte ich mit der Frau meinen Spaß haben. Und dann denke ich in dem Moment auch nur an sie. Wenn ich in eine Frau verliebt bin, ist das Ganze sogar noch intensiver. Und wenn ich dann in eine Frau verliebt bin und mit einer anderen rummache, rumkuschel oder ins Bett gehe, gut, habe ich in meinem Fall vermutlich noch nicht gemacht, zumindest jetzt, soweit ich wüsste. Aber ich denke dann auch an die Frau. So. Und als ich mit meiner Ex damals Schluss gemacht habe, habe ich eigentlich hier Monate später dann mit einer anderen, mit der Juice, mit der ich da jetzt eigentlich zusammen sein wollte, mich damals getroffen, neutral. Das ist jetzt, wie gesagt, auch schon fast ein Jahr her. Haben wir uns ganz normal getroffen und so, haben wir an dem Abend dann auch ein bisschen rumgeknutscht und so, ein bisschen rumgefummelt. Und ich habe da auch gemerkt, dass ich tatsächlich da teilweise an meine Ex gedacht habe, einfach weil meine Ex einfach diejenige ist, mit der ich das bisher als einzige Mal gemacht habe. Und das wird vermutlich sich auch in Zukunft immer wiederholen, wenn ich mit einer in eine Frau verliebt bin oder verliebt war, dass ich das erst einmal darauf beziehe. Heißt es nicht, wenn ich mit dir ins Bett gehe, dass ich mit einer anderen denke, weil bei dir sind ja auch Gefühle im Spiel, zumindest aus meiner Sicht. Aber ja, das will auch jede Frau hören. Du, wenn ich mit dir in die Kiste gehe, du bist zwar ein geiles Stück, du geiles, aber dann denke ich an meine Ex-Frau oder an meine Ex-Freundin. Das will jede Frau hören. Jeden Fall. Da geht jede Frau drauf ab. Unglaublich. Es ist ein Charmeur, wie er im Buche steht. Und so romantisch. Ja. Naja, das ist, bin halt ich, vielleicht seh ich das alles einfach zu eng, aber genau deswegen ist das für mich absolut daneben. Und ja, du hast mir ja absolut keinen Grund dafür gegeben, zu glauben, dass du nicht mit anderen Leuten ins Bett gehst. Zumal du meine Befürchtungen ja schon mal in den Wind geschlagen hast, als das mit dem Pärchen neulich war. Ich wollte einfach mal ein paar Tage für mich, ohne den Stress hier. Das wäre ja sowieso eine einzige Diskussion gewesen. Ich wollte das Festival genießen, auf das ich mich ein Jahr gefreut habe. Und das nicht mit dir in WhatsApp verbringen. Ich hab dir gesagt, ich melde mich Montag. Und ich finde, das ist mein Recht, das zu machen. Wir sind kein Paar. Und reden können wir. Aber ich muss halt auch arbeiten. Ich mag das mit der Cam nicht. Aber du willst ja auch viele Sachen nicht, bis wir uns sehen. Also von daher ist das ja nicht unfair. Und ich finde es super daneben, dass du eine neue Beziehung anfangen darfst. Aber ich darf nach der Trennung keinen Sex haben. Was soll denn diese Doppelmoral? Du bist doch der, der eine offene Beziehung wollte, weil er sich austoben will. Aber ich bin die Schlampe, weil ich ein paar Tage nach der Trennung Sex hatte? Aber hallo, du wolltest eine offene Beziehung und mit dem Paar Sex haben und so weiter. Das ist dann plötzlich alles okay? Da sind Gefühle dann egal? Das spielt nur bei mir eine Rolle? Ich höre jetzt die anderen beiden an. Und nein, ich hab dir gesagt, das war nicht ein paar Stunden später, sondern ein paar Tage. Und ich schalte vom Kopf her ab. Wenn ich Sex habe, ist mir drumherum der Rest egal. Das ist der Sinn von Ablenkung. Und ich kann echt nichts dafür, dass du Schluss gemacht hast. Ich hatte das Treffen mit dem Paar vereinbart und sag das bestimmt nicht ab, damit du dann wieder blockst, was du ja wieder getan hast. Hätte mir also nichts gebracht zu verzichten. Und bei den Hatern bekomme ich von dir auch kaum Unterstützung. Ich bräuchte mal jemanden, der mich unterstützt und mir den Rücken stärkt und nicht wer, der sich über meine Haare aufregt. Und mich als Schlampe beschimpft. Und trotz der ganzen Scheiße wollte ich mich mit dir treffen. Also erzähl mir nix, ich hätte keine Gefühle. Meine Fresse, ich habe weder deine Haare beleidigt, noch habe ich... Ja gut, das mit der Schlampe ist natürlich beschissen gelaufen. Das ist so krass, ich kann das wirklich nicht mehr. Es also ist so, so fängt traurig, man dass, lache, dass so ich fängt muss. Man eine, ja, sorry. So fängt man eine Sprachnachricht an. Meine Fresse. Ja, das mit der Schlampe ist natürlich scheiße gelaufen. Also,
So werde ich mich, wenn ich mal Scheiße baue hier, mich auch entschuldigen. Ja? Ich schicke dir Sprachnachricht. Ja, oh, meine Fresse, ja. Ist halt blöd gelaufen. Oh, jetzt verzeih mir doch endlich, ey. Ich hoffe für dich, dass das so nie passieren wird. Was für ein... Ah, oh, nee. Ja, ich war sauer, was soll ich sagen? Und was es mit dem Beschützen angeht, ich bin jemand, ich beschütze meine Freundin. Immer. Mhm. Allerdings habe ich dir auch schon gesagt, dass ich einfach nicht weiß, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich hatte dich von Anfang an, was die Hater angeht, gewarnt. Ja, es ist meine Schuld gewesen, dass die das überhaupt mitgekriegt haben. Aber ich kann dagegen nichts machen. Wenn das so ist, wenn du weißt, wie das ist oder wer das war oder so, kannst du versuchen, zur Polizei zu gehen. Wenn die nämlich ein Bild von dir haben und das veröffentlichen, dann kannst du dir dafür anzeigen, weil das ist Recht am eigenen Bild. Das müsstest du ja wissen, gehe ich von aus. Allerdings ist die Sache die, dass die Leute, die da sind, was? Ich habe gerade deine Nachricht noch gelesen. Dann sag mir, was du willst. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich persönlich bin nämlich eigentlich selber echt sauer. Ich will dich treffen. Das, was ich die ganze Zeit sage, sich treffen und hoffentlich sich gut verstehen und eine schöne Zeit verbringen und schauen, was man hinterher möchte. Blöd gelaufen mit der Schlampe ist jetzt nicht ganz die Entschuldigung, die ich erwartet hatte. Ja, ich bin nicht gerade gut darin, mich zu entschuldigen, wenn ich über WhatsApp-Nachrichten oder so spreche. Ich entschuldige mich immer lieber real. Also hör zu. Hör auf, wieso wollte ich hör auf sagen? Also hör zu. Es tut mir leid. Ja. Es ist beschissen, dass ich es gesagt habe. Ich war stinksauer in dem Moment sowieso noch mehr als ohnehin schon. Und ich hätte das nicht sagen dürfen oder sagen sollen. Allerdings. Ich wollte gerade sagen, kein Aber. Und dann kommt allerdings. Gestern kam statt Aber, obwohl. Ich könnte dem, ja. ich könnte dem wirklich, wirklich Breitseite, volle Kanne. Mhm. Ja, ich finde es immer richtig schön, wenn du auch mal so ein bisschen austickst. Warum das denn? Ist so halt. Ja, das ist schön, finde ich. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Schlampe ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck ohnehin gewesen. Mach es doch nicht noch schlimmer. Oh. Wenn ich stinkig bin, dann sage ich oft mal Sachen, die ich gar nicht so meine oder die ich gar nicht so möchte. Also es tut mir leid. Und was die Sache mit dem Treffen angeht, die Leute wissen nicht, dass wir Kontakt haben oder nicht Kontakt haben. Vermuten tun sie natürlich die ganze Zeit was. Und natürlich schicken sie dir irgendwelche Sachen, die ich im Stream gesagt habe. Und im Stream sage ich ständig irgendetwas. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Zumindest nicht unbedingt. Manches ja, manches nein. Und deswegen kann man das nicht immer ernst nehmen. Ich habe das unter anderem auch deswegen gesagt, ich kann dir das ja gerne mal auch erklären, wenn du unbedingt möchtest. Ich habe deswegen vor allem gesagt, dass ich keine Freundin möchte und Sex, also nur Sex, weil ich zum einen gedacht habe, ja, das mit dir wird eh nichts mehr, weil du dich nicht mehr meldest. Du sagst, du hast geschrieben, du schreibst am Montag. Habe ich nicht gesehen, die Nachricht. Ja, ich weiß, die ist da. Ich weiß, ich habe sie gesehen dann im Nachhinein nochmal. Aber ich habe die Nachricht anscheinend irgendwie nicht richtig realisiert. Deswegen habe ich mich das ganze Wochenende über geärgert, dass du mir nicht hast. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt in der Zukunft weitergehen soll. Also du machst dir jetzt Sorgen oder Gedanken, was nachvollziehbar ist wegen den Hatern. Aber was glaubst du, was passiert, wenn die dich bei mir sehen oder bei mir erfinden oder erwischen? Also das was, oder mit mir zusammen, wenn man mal unterwegs sein sollte. Also ich meine, am Wochenende kann man sowieso nicht weg, eigentlich bei mir, wegen den Idioten. Wenn du eine Woche kommen würdest, würde die Sache anders aussehen. Da könnte man unter der Woche ja auch mal weggehen, mal ins Schwimmbad, mal in die Sauna oder so. Schwimmbad ist bei mir sowieso schwierig, weil ich keine Badehose habe. Oh Gott.
Auch das noch. Nee. Ich Stell habe dir mal. heute zu viel von Ja? Rainers fehlender Unterbekleidung. Im Video war es ein nicht vorhandener String. Jetzt ist es keine Badehose. Ich kann das nicht mehr. Das Danke, dass sagst du du schon mit. sehr häufig. Ja, danke, dass du das hier mitmachst. Kein Problem, kein Problem. Aber stell dir mal vor, Rainer mit einer Frau im Schwimmbad. Nee. Einfach nee. Wie das denn aussehen muss. Ja, davon abgesehen, der hat sich ja null unter Kontrolle, auch seine Triebe nicht. Und er würde dann auch, was weiß ich, im Wasser oder so irgendwelche Spökskes versuchen, zumindest. Weil da ist es leichter, die Wampe anzuheben. Ja, stimmt. Aber in die Sauna oder so oder auch ins Kino oder sowas könnte man dann machen. Aber am Wochenende ist es halt so gut wie unmöglich, weil die Leute hier Randale machen würden wie Sau. Und ja, es ist halt, weil jetzt im Moment sind sowieso noch Ferien, das kommt noch dazu. Also es ist auch unter der Woche nicht so besonders prall. Ich war jetzt zum Beispiel vorhin schon in Nürnberg, deswegen habe ich mich so spät erst gemeldet nach deiner Nachricht, weil ich die erst auf dem Heimweg wieder gesehen habe. Und weiß nicht. Ich denke, das wird halt noch schlimmer werden. Wenn die jemals rauskriegen, dass wir uns getroffen haben oder uns gesehen haben oder dass du bei mir warst oder so, oder die dich hier jetzt nur in der Nähe mal sehen würden, weiß nicht. Ja. Ich würde dir gerne Rückhalt dagegen geben, aber ich kann dir leider auch nichts machen. Ich kann dir nur empfehlen, geh zur Polizei, wenn es dich stört. Allerdings würde ich dir davon sogar zum Teil abraten, weil es zum Teil gar nicht so einfach ist. Wenn die das nämlich rauskriegen, dass du sowas angezeigt hast, dann werden sie es nur schlimmer machen. Das Einzige, was ich dir dazu empfehlen kann, ist eigentlich das Ganze zu ignorieren, auch wenn das alles andere als schön ist und ich weiß sowieso, dass man das nicht so ignorieren kann. Das vorhin schon mal angesprochen. Er möchte ja immer Mobbingopfern helfen und stellt sich ja so dar. Wird er denen dann auch sagen, ach, ignoriert das einfach? Habe ich auch gemacht, obwohl es nicht stimmt. Ja, ich denke schon. Du kannst keinerlei Verständnis von ihm erwarten. In keinster Nee. Weise, auch wenn das hier seine Schuld war, dass da was ans Tageslicht gekommen ist. Du bekommst keine Rückendeckung, du bekommst kein Verständnis, keine Hilfe. Er hört dir noch nicht einmal richtig zu. Ja, und es macht mich immer noch stutzig, warum der Chat mit ihr offen war im Discord. Und er das aus Versehen gestreamt hat, wenn Das. die da schon keinen Kontakt mehr hatten und warum dann ausgerechnet ihr Chat offen war. Ja, dazu hatte ich ein paar Kommentare oder wir hatten dazu ein paar Kommentare, dass er das mit voller Absicht gemacht hat. Kann ich jetzt nicht Ja, bestätigen, aber genau. eben, davon ist halt auszugehen, ne? Also anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn ich jetzt weiß nicht, sag mal eine Woche keinen Kontakt mit irgendjemandem habe, dann ist nicht zufällig gerade von dem und mir der Discord-Chat offen und dann streame ich das Ganze. Es ist, ja, natürlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach nur Absicht war. Ja, kann gut sein. Wenn man es ignorieren könnte, hätte ich so viele Probleme gar nicht. Mein Auto geht die ganze Zeit schon. Nur ich kann keine zu weiten Strecken fahren, weil wenn ich zu weit fahre, der Kühler nicht mitmacht. Heute war das Wetter relativ kühl, also war es sogar ganz gut geeignet. Aber wenn ich nach Nürnberg fahre und direkt wieder zurück, nachdem ich das Sache mit meinem Strom oder mit dem Einkaufen oder so gemacht habe, ist es meistens auch so, dass das Also es ist meistens auch so, dass das schon sehr heiß wird, wenn ich auf dem Rückweg bin. So ein Geschwätz. Das müsste theoretisch viel, viel früher überhitzen und nicht erst auf dem Rückweg von Nürnberg. Also wenn der Kühler irgendwas hat, dann überhitzt er deutlich schneller. Vor allem nach Nürnberg wäre er ja wahrscheinlich irgendwie über eine Schnellstraße oder sowas gefahren, da erst recht. Nee, labert hier einfach wieder irgendeinen Mist.
Ja, du kennst dich da besser aus. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf. Okay. Sehr nett von dir. Ja, so bin ich. Ja, meistens. Also, wie weit fahre ich da? Das sind hin und zurück grob 60, vielleicht 70 Kilometer plus minus. Also hin und zurück insgesamt. Wenn du bei mir bist, würden wir halt einfach nicht rausgehen, oder wenn wir rausgehen, würden wir halt eventuell in die Sauna oder so gehen. Aber das geht halt nicht, wenn du unter der wenn du am Wochenende da bist. Weil am Wochenende kann ich halt nicht raus wegen den Idioten. Mir wäre lieb. Also mir persönlich wäre eigentlich ganz recht, wenn du am Freitag kommst und wir dann schauen, wie wir uns verstehen, wie es läuft, und wenn du dann da bist, dass man dann halt sagt, okay, machst halt noch eine, hängst du die Woche gar dran. Aber das geht ja leider nicht wegen deiner Arbeit. Also ich persönlich würde eigentlich gerne mit dir was unternehmen, vor allem in die Sauna und so, würde ich gerne gehen. Du rast nicht aus, ist nur eine Vermutung, aber kann es sein, dass das Bild einer deiner Freunde gemacht hat? Also ist einer von denen eventuell ein Hater? Weil das würde erklären, warum die dich fotografieren konnten und aber darauf geachtet haben, dass dein Gesicht nicht gezeigt wird. Was? Nicht dein Ernst? Ganz ruhig, ich spiele nur Möglichkeiten durch, soll kein Vorwurf sein. Langsam, das ist keine Anschuldigung. Ich frage nur, ob das möglich sein kann. Nee, meine Freunde sind keine Hater. Die kennen dich auch nicht. Ich frag das nur, weil ich das schon bei jemandem erlebt habe. Hab mal irgendwann nebenbei gefragt. Okay. Wie gesagt, war nur eine Frage, weil ich das schon mal erlebt habe. Uff, das ist aber krass. Und mir würde nie jemand so Angst machen von meinen Freunden. Ja, wie gesagt, du würdest nicht glauben, was ich schon mitgemacht habe. Die haben sich alle voll Sorgen gemacht. Es ist schon krass, dass er hier einfach sowas unterstellt, gell? Dass die Freunde plötzlich Hater sind. Ja, ja. Vielleicht hat er da doch schon mal vorausschauend gedacht oder es versucht und hat gesagt, die kommt ja bald. Erstmal von den Freunden distanzieren, erstmal isolieren, damit ich sie ganz für mich alleine habe. Ekelhaft, Die kann man so Zwietracht sehen. Ja, so ist Rainer. Wenn du meinst. Frage, soll ich mich auf jeden Fall testen lassen bis dahin? Also ich denke, du weißt, was ich mit der Frage meine. Fände ich schon schön, wenn du das machen könntest. Wäre auf jeden Fall toll, weil man sich dann alle Optionen offen halten kann. Okay. Übrigens Frage, wie ist die am liebsten? Lang, Haare kurz, rasiert, gute Nacht. Intim, kurz. Ansonsten auf dem Kopf gerne lang. Allgemein also intim auf dem Kopf, Bart. Intim kurz, Bart, Schnauze, Haare lang. Oder Glatze. Ich mag die extremen Gegensätze. Okay, aber intim nicht rasiert, nur kurz. Oder rasiert, Hauptsache kurz, gepflegt. Oder ganz ab. Ach, Rainer ist einfach so ein ekliger Mensch. Okay, gibt es irgendwas, was ich besorgen soll? Zum Beispiel? Also Kondome ist ja klar, ich trinke keinen Wein, aber vielleicht willst du ja welchen. Oder du trinkst keinen Alk, glaube ich, oder? Irgendwas zu essen? Oh, was denn das Leckeres? Aufgebrochene Chili-Cheese-Nuggets und Cordon Bleu. So ein... Boah. Guck mal, wie das aussieht. Wo hat er das denn drauf? Ach, das ist die blaue Schüssel, ne? Ich habe erst gedacht, das läge auf einem Müllsack. Ohne Scheiß, das ist das gleiche Blau, oder? Ach, vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Der ist zu blöd, um Chili Cheese Nuggets im Ofen zu machen. Das ist unfassbar. Der kann einfach nix. Nix kann der. Außer mich aufregen. Ja, genau. War aber zu viel Red, gibt es später zum Abend oder so. Ich esse jetzt auch. Guten, ich bin am Zeichnen, leider kann ich es nicht. Was zeichnest du? Sex. Idiot. Allerdings bin ich scheiße, kannst ja mal auf Porn abschauen. Ach nö. Hast du einen Link oder so?
Was zum Teufel? Nee. Hey, wo hängen denn da die Eier? Dieses Bild hier ist abstrakte Kunst, gemalt von Kevin, 3 Jahre alt. Ich pack's gerade nicht. Was? Leute, holt euer Handy raus und guckt es an. Bitte. Was ist das? Stangenspargel? Keine Ahnung. Belgischer Spargel? Also ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Männern so aussieht. Bitte nicht diese Diskussion. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass die Eier am Schwanz hängen. Ja, guck mal, wie das aussieht. Das sieht ja aus, wie, als hätte der da irgendwie Geschwür oder so. Oh nee. Aber guck mal, diese Details, diese weißen Härchen. Ich kann nicht mehr. Oh nein. Ach Gott. Mann, mal sehen, was die dazu sagt. Oh, der Hoden ist ein bisschen weit vorne. Was für ein Schloss? Falscher Schatz, sorry. Was für ein Schloss willst du wechseln? Haustür. Oh, Schloss kaputt. Mir ist vorhin der Schlüssel verbogen. Nee, Schlüssel. Zu dumm, eine Tür aufzumachen, ohne Spaß. Es gibt's nicht. Also vorhin haben wir gesagt, er kann einfach nix. Also jetzt bin ich der Meinung, er kann einfach gar nichts. Okay. Und du redest darüber mit jemandem, der dir das tauscht? Nein, spielt keine Rolle, mit wem ich geredet habe. War der falsche Chat. Was mir gerade wichtiger ist... Okay. Wann wollen wir reden? Ich versuche, hier zeitlich fertig zu werden. Bin gerade etwas müde, hab nur 4 Stunden geschlafen. Okay, verstehe. Na dann, gute Nacht. Du könntest wenigstens gute Nacht schreiben, wen du ins Bett gehst. Ich warte immer einen Wolf auf dich. Sorry, war auf dem Sofa eingeschlafen. Hab von dir geträumt. Werde jetzt ins Bett gehen. Hab eine gute Nacht. Wenn du willst, können wir ein bisschen reden heute. Nee, heute wird nix. Ich hab gestern auf dich gewartet und nicht gestreamt, daher muss ich das heute nachholen. Außerdem muss ich noch an dem ein oder anderen Video arbeiten. Und ein Treffen, schauen, ob das klappt oder nicht. Okay, dann vielleicht morgen? Was ist morgen? Donnerstag, oder? Oh, mit einem Mann oder einer Frau? Nee, da kann ich nicht. Da gehe ich abends in die Sauna. Frau decke ich, keine Ahnung, mal sehen. Gehst du mit ihr in die Sauna? Nein. Aber ihr trefft euch heute? Nein. Sondern? Was an? Ich muss schauen, wie das mit dem Treffen läuft. Verstehe ich es jetzt falsch? Das ist in Planung, keine Ahnung wann. Außerdem spielt das eine Rolle? Nee, stimmt. Viel Spaß. Du warst es doch, die lang und breit erklärt hat, wir sind nicht zusammen. Danke. Werd ich wohl haben. Sehr schön. Was für Videos machst du heute so? Erzähl mal, wie geht's dir? Videos weiß ich noch nicht. Im Moment bin ich überm Frühstücken, war vorhin einkaufen. Und mir geht es wie immer, wenn ich alleine bin, schlecht. Aber dafür gibt es nur eine Lösung. Er ist doch 100% seiner Zeit alleine. Also geht's ihm immer schlecht. Ja, ja. Aber dass er jetzt wieder die Taktik ändert, also zur alten Taktik zurückgeht und jetzt wieder eine Frau aus Denken erfindet und sie bietet ihm hier an, mit ihm zu telefonieren. Er sagt, nee, heute geht nicht. Habe ich ihm schon nicht abgekauft. Ja, dann vielleicht morgen. Nee, morgen geht auch nicht. Kaufe ich ihm noch weniger ab. Das wird der wieder bereuen. Ja. Diese Machtspielchen bei ihm, die sind einfach so lächerlich. Ja, vor allen Dingen, weil er jedes verliert. Und er lernt halt nichts draus. Nee. Aber du kriegst ja Besuch. Das habe ich nicht gesagt. Wie du sehr gut weißt, ist bei mir etwas auszumachen, die tatsächliche Umsetzung. Naja, wir sehen uns ja nächste Woche. Freue mich schon total. Hm,
Ende nächster Woche. Und ich hoffe es, bin da aber zwiegespalten. Ende nächster Woche ist trotzdem nächste Woche. Ja. Hauptsache mal widersprechen wieder, gell? Immer. Genau. Es muss immer sein. Ja, ist ja nächste Woche. Wieso? Einmal wegen unser dauerndes Gestreite und einmal wegen den Hatern. Wegen den Hatern? Naja, sogar noch weiter mit meinen negativen Erfahrungen, ist aber nicht böse gemeint. Ich kann das nicht ändern. Ich hoffe, du freust dich trotzdem. Streamst du heute? Wenn wir schon nicht quatschen, dann würde ich gerne zugucken. Immer noch finde ich es unfair, dass du mich angucken kannst. Können alle anderen im Internet ja auch. Ah, aber die bedeuten mir ja nichts. Ja, wie gesagt, wenn wir uns gesehen haben, kann man auch mal über Webcam reden. Streamst du denn? Dann kann ich mich auf etwas freuen. Ich sagte dir schon, dass ich streame, deswegen habe ich keine Zeit. Allerdings befürchte ich, dass du enttäuscht sein wirst, wen du darauf hofft, mich zu sehen. Schade, seh dich immer gern im Stream. Aber vielleicht entscheidest du dich ja noch um, mir zuliebe. Würde mir eine Freude machen. Das ist mein Job. Das hat nichts mit dir zu Leibe zu tun. Ich muss schauen, dass ich Geld verdiene. Du änderst deine Pläne, was das Arbeiten angeht, ja auch nicht, um mir einen Gefallen zu tun. Und mal ein paar Minuten zu reden. Naja, aber wenn du streamst und was spielst, dann kannst du ja auch noch ein paar Minuten normal im Stream sein, oder? Nein, weil ich dafür immer den ganzen Stream neu starten muss. Ich uss jetzt los. Bis vielleicht später. Du, ich habe gerade in deinem Stream das mit dem Zwangsgeld gelesen. Was ist denn da los? Auf der Seite von der BLM steht auch was. So, Stream vorbei fürs Erste. Wünschte, wir könnten zusammen hin. Und danach schön vögeln ist nach der Sauna besonders intensive. Schon mal gemacht? Ja, wäre bestimmt gut. Nee, leider noch nicht. Ja, woher weiß er das denn dann? Oh, der macht mich fertig. Mich auch. Tröste dich, mich auch. Wahrscheinlich ist es Wichsene nach der Sauna immer besser gewesen. Mein Gott. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären, ja, wie er stimmt. Das darauf kommt. Ja, nach der Sauna ist die Haut so empfindlich. Ja, das stimmt. Du hast vorhin gar nicht geantwortet. Stimmt das mit der BLM? Muss ich mir Sorgen machen um dich? Ja, das stimmt allerdings das, was ich gesagt habe im Stream auch. Im Moment sollte es erstmal aussitzen. Hast du dich denn mit denen einigen können? Noch nicht. Welche Streams sind denn lizenzpflichtig? Konnten die das sagen? Wie gesagt, als abwarten. Erzähl mal deinen Traum, weiß doch, dass du das schon die ganze Zeit willst, XD. Flüstere ich dir ins Ohr, wenn wir uns sehen. Sei nicht so gemein. Los, raus damit, du geile Schnecke. Och, musst du jetzt wohl durch. Nix da. Los, raus damit, Kleines. Mm-mm. Komm schon, meine Kleine. Meine. Was machst du heute noch so? Nicht ablenken. Tu ich nicht. Wenn wir uns sehen, erzähle ich es dir. Nee, jetzt. Nee, nee. Komm schon, kleine Maus. Vorfreude ist die beste Freude. Also langsam glaube ich, dass du es genießt, mich zu quallen. Dann behalt es halt für dich. Und gleich wird er motzig. Und jetzt mal im Ernst, stehen Frauen denn darauf, wenn man sie wirklich 4-5 Mal hintereinander die ganze Zeit Kleine nennt? Mhm. Kleine Maus, kleine Schnecke, kleine dies, das. Geile Schnecke war's. Geile Schnecke. Ja, Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine. Weiß ich nicht. Hatte ich noch nicht. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Kommt vielleicht auch immer drauf an, in welchem Kontext und wer das macht. Bei ihm bei ist Rainer. Einmal schon zu viel. Mhm. Meinst du, dass ich nach über 1,5 Jahren, in denen ich keine Frau mehr angefasst habe und gefickt, dass ich mich schon genug darauf freue? Aber du sollst dich ja auf mich freuen und nicht nur auf Sex. Tu ich doch. Egal, behalte es für dich. Was machst du heute noch so? Habe ich dir doch gesagt. Wann gehst du mit deiner Freundin los? 15 Minuten. Okay. Finde es auch immer interessant, wie du immer Zeit für sowas findest, aber nicht mit mir zu reden. Auch wenn du heute Zeit gehabt hättest. Ich habe dir doch angeboten, heute zu reden. So komisch. Dachte, du würdest dich freuen und deine Arbeit eiter machen. Naja. Du hast gesagt, du bist busy. Ja, hast du.
Das war aber nicht das, was ich gemeint habe. Gall. Hi, na? Also, wenn du nicht mehr reden willst, können wir das nächste Woche auch absagen. Ich gebe mir so eine Mühe mit dir die letzten Tage. Du willst mich gar nicht mehr sehen, glaube ich. Mühe? Ich habe dir gestern Morgen guten Morgen geschrieben. Mühe? Das ist fast wie kindisch. Oder meine Fresse. Ja, und jetzt fängt's schon wieder an. Ich habe dir gestern Morgen guten Morgen geschrieben. Ja. Ich kann mir schon denken, was jetzt wieder für ein Mist kommt. Was war's? Um 10:30? Um 11 rum? Keine Ahnung. Und von dir habe ich keine Nachricht bekommen. Bis abends um 19 Uhr. Und wenn ich jetzt einmal ein paar Minuten erst einmal frühstücken will, beziehungsweise erst einmal aufs Klo will, jetzt einmal kurz einkaufen will und erst mal richtig wach werden will. Und wieder hat er dieses Klo-Thema am Start. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Auch wenn ich irgendjemandem sage, ich brauche noch einen Moment oder so, dann ist das so. In der Regel fragt derjenige dann auch nicht, warum. Ja, groß oder klein. Damit ich weiß, wie lange ich warten muss, ungefähr. Gott, ist das schrecklich. Also könnte ich es mir bei ihm vorstellen. Ja, als ob das nicht auch bei jedem Menschen unterschiedlich wäre. Aber okay, lassen wir dieses Thema, bitte. Also da er auch mal wollte, dass er mit aufs Klo genommen wird. Stimmt, Gott. Ja, gell, ist es gar nicht so weit hergeholt. Heißt gleich, dass ich dich nicht treffen will. Na, vielen Dank. Also Mühe betrachte ich persönlich anders. Aber vermutlich ist es einfach meine beschränkte Sichtweise der Dinge. Oder einfach deine beschränkte Weise zu denken. Mann. Du hast vorgestern auch nicht mehr gute Nacht gesagt. Oder geantwortet, als ich geschrieben hatte, dass ich aus der Sauna wieder da bin. Hast gestern auch nicht gute Nacht gesagt oder guten Morgen heute. Ich versuche gerade dir zu zeigen, dass ich mich freue. Und du bist total einsilbig. Ich habe dir nicht mehr gute Nacht geschrieben, weil du mir geschrieben hast, dass du ins Bett gehst. Und weil ich die Nachricht erst eine Stunde oder zwei später gesehen habe. Und weil ich dir nicht schreiben wollte, weil ich dich nicht aufwecken wollte. Vom Piepston vom Handy. Das nennt man Rücksichtnahme. Und ich habe dir direkt morgens guten Morgen geschrieben. Sonst schreibst du mir nachts doch auch. Ich werde jetzt jedenfalls erstmal einkaufen gehen. Und wenn es einseitig ist, dann bedenke, ja. Ich bin vor nicht mal 8 Minuten erst aufgestanden. Ich bin erst vor 20 Minuten mittlerweile. Ich bin um 11.04 Uhr erst aufgewacht. Ja, weil ich normalerweise davon ausgehe, dass du wach bist. Weil du bist ja anscheinend auch immer recht lange wach. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Wenn du danach noch Lust und Zeit hast, ich werde etwa so eine Stunde unterwegs sein. Wenn du danach noch Lust und Zeit hast, dann können wir danach am Ende reden. Aber wenn nicht, dann reden wir halt heute Abend oder wenn das dir nicht passt, dann halt übermorgen. Was weiß ich. Bis gleich. So, wieder zu Hause. Willst du nun reden? Sonst esse ich was. Können danach quatschen. Was gibt's? Okay, Sandwich. Willst du mir zwar eigentlich Cordon Bleu machen, mit Chili Cheese Nuggets, aber das muss erstmal reichen. Hast du das die Tage nicht gegessen? Und? Ist ja schon ein bisschen eine Kalorienbombe. Da hätte ich nicht so viel Bock drauf öfter. Ich esse halt, was mir schmeckt. Du Freundes, wie schaut's denn aus? Wann willst denn du reden? Keine Ahnung, halbe Stunde oder Stunde oder so. Okay, dann sag Bescheid. Worüber magst du quatschen? Hä? Ich dachte, du wolltest reden. Wir können ja erstmal über das Treffen reden, wann, wie viel Uhr etc. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber ja. Sag's halt Bescheid. Hätte jetzt Zeit. Okay, schick mir mal nochmal deinen Discord-Namen, bitte. Jo, geschafft. Oh, Hammer Teil 10 auch hinter uns. Ja, und das diesmal an einem Stück. Ja gut. Dann, wie soll man es machen? Wer verabschiedet sich zuerst und wer hat das letzte Wort? Ich habe das letzte Wort. Okay, dann verabschiede ich mich zuerst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke den Zuhörern fürs Zuhören. Und lasst gerne Kommentare da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bedanke mich bei dir und bei den Zuschauern, dass ihr das mit mir hier durchsteht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch nicht triggern oder ärgern, schon gar nicht von ihm. Und bis zum nächsten Mal. Medlove.